Ja, ich glaube, es haben sich langsam alle eingeloggt. Herzlich willkommen hier im BA Expo-Gelände, im Studio von der BA Expo. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen Alumni-Anlass. Mein Name ist Raoul Wanger, ich bin der Leiter von der Alumni-Uni Bern. Es freut mich, euch hier so zahlreich, ich habe gehört, es sind rund 280 Leute, können zu diesem digitalen Event begrüßen. Speziell freue ich mich natürlich, weil draußen wunderschönes vorsommerliches Wetter ist und gestern die ersten Lockerungen aus Covid natürlich die Leute raustreiben. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass wir heute Abend so zahlreich zusammen sind. Das Programm von heute Abend ganz kurz. Wir starten mit einem kurzen Intro von unserem Moderator, von Matthias Morgenthaler. Dann gehen wir in eine Diskussionsrunde rund um das Thema Beruf und Berufung. Dann gibt es ein paar Überraschungen heute Abend für euch, die wir extra vorbereitet für euch. Und dann werden wir im zweiten Teil hinten raus noch Gelegenheit haben, dass ihr das machen könnt, was man normalerweise macht, also an einem Anlass im Alumni-Netzwerk, sich persönlich begegnen, sich persönlich kennenlernen. Wir schauen mal, wir versuchen heute Abend ganz flexibel das miteinander zu machen. Wir finden sicher eine gute Lösung zusammen. Der Schluss vom heutigen Abend ist etwa auf die 7:30 geplant und dann sollten wir also ein bisschen etwa dort angelangen, so wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, das gibt mir gerade Gelegenheit, überzuleiten zum Thema, nämlich das Thema vom heutigen Abend ist Beruf und Berufung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Universität Bern bietet 40 Bachelorstudiengänge an, 80 Masterstudiengänge. Als Volluniversität ist das eine riesen Auswahl an Möglichkeiten, die ihr bei uns studieren könnt. Und viele Gymnasiastinnen und Gymnasiasten fragen sich natürlich am Anfang, ist der Entscheid das oder das eine, zu studieren, ist das der richtige? Was kommt auf mich zu? Ist das das, was ich mein Leben lang machen möchte? Ist das das, was meine Leidenschaft ist? Kann ich meine Leidenschaft zum Beruf machen oder wird mein Beruf zur Leidenschaft? Das sind alles Fragen, die wir heute Abend miteinander diskutieren wollen. Nicht ich, sondern unter der Leitung von Matthias Morgenthaler. Gäste, die wir heute Abend begrüßen dürfen, sind Barbara Studer und Kaspar Schmocker. Matthias Morgenthaler wird aber die zwei Personen persönlich nachher genauer vorstellen. Und ihr werdet schnell erkennen, warum die Personen heute Abend für uns in dieser Runde sitzen. Bevor wir loslegen, möchte ich noch zwei, drei technische Informationen geben für heute Abend. Euer Mikrofon ist automatisch abgestellt. Es geht schlecht, wenn da 280 Leute querbeet durcheinander reden. Freiwillig könnt ihr die Kamera ausschalten. Es ist natürlich schön, wenn die Kamera anlässt. Wir werden auch eine Chatfunktion anbieten, wenn ihr also Fragen habt. Und Matthias Morgenthaler wird euch das erzählen. Wir versuchen euch auch interaktiv einzubinden. Ihr werdet also die Möglichkeit haben, dass ihr Fragen stellen könnt oder Beiträge hineingeben. Dann bitte braucht die Chatfunktion oder wenn ihr technische Probleme habt, braucht die Chatfunktion, um Fragen zu stellen. Wir haben einen technischen Support, der euch hilft. Und zu diesen Fragen kommen wir später noch. So, nutzen also die Gelegenheit. Wir versuchen nicht nur einen Monolog zu machen, sondern wir versuchen hier wirklich auch einen interaktiven Abend mit euch zu verbringen. Jetzt komme ich noch ganz kurz, bevor wir den Matthias hören, ganz kurz den Matthias Morgenthaler selber vorstellen. Es freut mich natürlich außerordentlich, haben wir mit Matthias Morgenthaler eine Person hier, die moderieren und durch einen Abend führen, weil die Person, der Matthias, ist seit 25 Jahren als Journalist unterwegs. Die einen oder anderen haben von ihm sicher schon das eine oder andere gelesen. In verschiedensten Tageszeitungen ist er mit ganz spannenden Interviews zu noch spannenderen Personen unterwegs gewesen, in Bern zum Beispiel im Bund, und hat das Thema Beruf und Berufung eigentlich zu seinem Beruf gemacht als Journalist. Er ist aber auch Buchautor und Coach, wenn es um Thema Zukunft und Fragen rund um Job geht. So, genug von mir. Ich danke Matthias vielmals fürs Kommen und würde vorschlagen, dass du am besten gerade übernimmst. Matthias, Bühne ist dir. Danke vielmals. Merci vielmals, Raoul. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich finde es unglaublich toll, dass sich eine Uni wie die Uni Bern mit der Alumni-Organisation das Thema Beruf, Berufung auf die Fahne schreibt. Nicht nur, weil es mein Thema ist, das ich dafür brenne, sondern auch, weil ich denke, es zeigt so ein bisschen eine Veränderung im Verständnis von Arbeit. Andere Unis, andere Alumni-Organisationen werben damit, was ihre Absolventen für hohe Tiere werden, was sie für Positionen erreichen, dass sie am meisten Geld verdienen später.
Und ich habe den Eindruck, wir leben in einer Zeit, in der wir merken, immer höher, immer noch besser, immer eine höhere Position. Das ist nicht unbedingt das, was uns am Schluss des Tages oder vielleicht am Schluss des Lebens zufrieden und glücklich macht, sondern wesentlich ist vielleicht etwas anderes. Und das haben wir heute als zweites Motto über den Abendanlass gestellt, nämlich das Glück, das Richtige zu machen. Und was das Richtige ist, da gibt es für Gimeler, glaube ich, keine Antwort, wo man sagen kann, mach das und dann kommt es gut. Sondern es ist eine sehr individuelle Frage, die wir nur alle für uns selber beantworten können. Und der wollen wir uns heute Abend widmen. Ich glaube, vom Glück, das Richtige zu tun, ihr habt auch schon Leute angetroffen, die gemerkt haben, die sind bei dem, was sie machen, voll ihrer Kraft, die sind im Element, die sind neugierig, die sind inspiriert und haben vielleicht auch gemerkt, das ist extrem angenehm, extrem anregend, mit solchen Leuten zu tun zu haben. Man will manchmal fast nicht mehr vorne weggehen. Ob jetzt das der Schuhmacher ist oder ein Unternehmensleiter oder eine Frau, die ihm eine Massage gibt. Was immer das Thema ist, man hat ein Gefühl dafür, ob jemand das Glück hat, mit dem Richtigen unterwegs zu sein. Und das andere gibt es auch, dass man Leute begegnet, wo man merkt, da kommen sehr viele negative Vibes einem entgegen, die sich irgendwo abmühen, die eigentlich nicht ihres ist. Und meistens haben sie viele gute Gründe, warum es nicht anders geht. Und viele andere wollen schuld sein. Aber es ist sehr streng. Und diese Differenz, die wollen wir heute ein bisschen nachspüren. Ich hatte gestern so eine Begegnung mit jemandem, wo ich den Eindruck hatte, der hat das Glück, wirklich das Richtige zu machen. Es war leider nur eine virtuelle Begegnung am Fernsehen. Ich habe, obwohl ich mich für den Anlass heute vorbereitet habe, noch ein bisschen Fernsehen schauen. Direktübertragung aus Paris, Roland Garros. Ein paar von euch daheim haben vielleicht auch geschaut. Der Roger Federer hat wieder mal Tennis gespielt auf einem Sandplatz. Und es ist unglaublich berührend für mich, jedes Mal, wenn ich sehe, wie er mit knapp 40, wo er recht viel zu alt ist, für noch Spitzensport zu machen, wie immer wieder ein paar Experten sagen, einfach eine kindliche Freude an den Tag legt, inspiriert ist, Tennis nicht nur spielt, sondern zelebriert. Und Zeug macht, das physikalisch knapp möglich oder schon fast unmöglich ist. Und man den Eindruck hat, der ist wirklich in seinem Element. Und ich glaube, wir sind uns einig, es wäre schade, wenn der Roger Federer auf die sicherste Karte gesetzt hat und irgendwie ein KV gemacht hat und jetzt Buchhalter wäre. Nicht, weil Buchhalter ein schlechter Job ist, aber weil es schade wäre, wenn wir ihn als Tennisspieler und als Künstler nicht erlebt hätten. Jetzt kann man sagen, ja, Roger Federer ist ein Weltstar. Wir hier bewegen uns die meisten ein bisschen in einer anderen Liga. Was hat das mit uns, mit unserer Situation, mit unserer Fragestellung zu tun? Ich habe den Eindruck, sehr viel, weil meine Überzeugung ist, wir haben alle einen Bereich, wo wir in unserem Element sind, wo wir wie ein Fisch im Wasser sind, wo wir uns so wohl fühlen, dass wir etwas gar nicht machen können. Es ist vielleicht nicht bei allen so klar und so konstant wie beim Federer, der seit 35 Jahren sehr gut Tennis spielt. Aber es gibt für uns alle einen solchen Bereich. Und darum wäre es ein Anliegen oder ist es ein Anliegen von mir, dass wir den heutigen Abend nutzen, für diese Frage ein bisschen nachzuspüren. Wo in unserem Leben haben wir Federer-Momente? Wo sind wir im Flow? Jetzt denken ein paar von euch vielleicht mal, das habe ich auch schon erlebt, aber nicht unbedingt beim Arbeiten. Das ist vielleicht, wenn ich mountainbiken oder wandern oder klettern am Wochenende oder wenn ich eine Nacht durchtanzen kann, was ja jetzt irgendwann wieder möglich sein. Und ich frage mich manchmal als Journalist und als Coach, warum haben wir so tiefe Ansprüche an unsere Arbeit? Es ist immerhin der Ort oder die Tätigkeit, wo wir die meiste Lebenszeit damit verbringen. Und dann ist es ein bisschen schade, wenn wir uns auf den Standpunkt stellen, alles wirklich Schöne, alles Wichtige findet in Freizeit statt oder in den Ferien oder nach der Pensionierung irgendwann. Letztlich geht es also um die Frage, die wir auch schon aufgeworfen haben, in der Kommunikation von diesem Anlass. Warum legen wir so wenig Wert darauf, die Leidenschaft zum Beruf zu machen oder in den Beruf wenigstens ein bisschen mehr Leidenschaft hineinzubringen? Ich habe vor 3 Jahren einen weisen Philosoph interviewen zu diesem Thema, der Fritjof Bergmann. Er ist leider vor 8 Tagen gestorben, mit knapp 90. Er ist so der geistige Vater von all dem, was heute als New Work durch die Unternehmen geistert. Er hat schon in den 80er Jahren ein Buch geschrieben, Neue Arbeit, neue Kultur. Und hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie Menschen in ihre Kraft finden, das finden, was sie wirklich gerne machen. Und er hat mir im Interview die traurige Diagnose gestellt, dass die meisten Leute eigentlich schon 3/4 tot sind, lang bevor sie beerdigt werden. Das klingt ein bisschen makaber, aber die spüren vielleicht, was gemeint sein könnte. Nicht, weil ihr es selber kennt, aber manchmal beobachtet er vielleicht bei anderen, wo man das Gefühl hat, die spulen so etwas ab. Aber es ist recht eine resignative Form. Sie müssen arbeiten, verdienen der Geld und kaufen sich mit dem Geld irgendetwas, was sie sich Genuss davon erhoffen.
Ich habe Friedhof Bergmann gefragt, ja, wie man diesem Schicksal entgehen kann, dass man da so als Untote noch im Leben unterwegs ist, aber eigentlich nicht mehr neugierig, nicht mehr lebendig ist. Und er hat gesagt, es gibt eine ganz einfache Frage, die man sich stellen müsse. Nämlich die Frage, was man wirklich, wirklich machen will. Das hat mich dann verblüfft, weil es ist wirklich sehr einfach. Es ist eine Art Kinderfrage. Aber ich habe mir überlegt, dann, wenn man die ersten Weichenstellungen macht für den beruflichen Weg, der eigene, ob die Frage eigentlich im Zentrum steht. Und ich habe den Eindruck, bei den meisten von uns ist die wahrscheinlich gar nicht so fest im Vordergrund gewesen, was wir wirklich, wirklich wollen. Man ist vielleicht mehr daran orientiert, was unsere Eltern wirklich, wirklich wollen, was sie für sicher halten, was sie vielleicht selber sich nicht erlaubt haben und jetzt hoffen, dass das Kind nachholen kann. Oder ganz simpel daran, wo es noch einen Studienplatz gegeben hat, wo es noch eine Lehrstelle gegeben hat oder was der beste Kollege, die beste Freundin macht. Das ist verständlich, zum einen, weil wir mit 16 oder 20 oder 25 uns selber noch nicht wirklich gut kennen und auch die Arbeitswelt in der Regel noch so ein Buch mit 7 Siegeln ist für die meisten. Es hat aber auch damit zu tun, dass uns so das Sensorium dafür, was uns wirklich motiviert, was uns antreibt, dass uns das ein Stück weit schon früh abtrainiert wird. Manchmal sind es die Eltern, die ihm sagen, tu nicht so schwierig, schau jetzt, dass du gute Noten machst, die uns also schon einladen, uns anzupassen, Erwartungen zu erfüllen. Manchmal sind es Lehrer, Ausbildner oder Chefs. Und so kommt es zur Situation, dass sehr viele Leute eigentlich in den ersten Jahren und Jahrzehnten von ihrem beruflichen Werdegang eine Art Anpassungskarriere durchlaufen. Das heisst, sie registrieren sehr fein, was sind die Erwartungen vom Umfeld an mich, für was werde ich belohnt, was gibt es da für Anforderungen und wie kann ich denen gerecht werden, indem ich Leistung bringe. Und so kann man Karriere machen, ziemlich gut sogar, aber manchmal führt einem das weg von dem, was einem ganz persönlich eigentlich wichtig wäre. Und oft ist es so, dass sie die Leute, die zu mir ins Coaching kommen, und auf jeden, der kommt, gibt es noch ein paar hundert, die auch mit diesem Thema unterwegs sind, aber nicht ins Coaching kommen. Oft ist es so, dass man sich mit 35, 40, 45 plus minus der Lebensmitte so ein bisschen verwundert die Augen reibt und sich fragt, ist jetzt das alles gewesen? Eigentlich hatte ich ja mal Träume, Ideen, Utopien vielleicht gehabt. Eigentlich hatte ich mal Berufswünsche gehabt und irgendwie sind die aus dem Fokus gelangt und ich funktioniere jetzt in einem Job. Und man fragt sich vielleicht auch, sitze ich eigentlich am Steuer in dieser ganzen Veranstaltung oder bin ich da als Passagier in einem Wagen, wo der Zug einfach unterwegs ist und wo es vielleicht immer weniger Haltestellen oder Weichen gibt, wo ich noch eine Richtungskorrektur vornehmen könnte. Und viele Leute fragen sich auch, ist das Ganze eigentlich zufällig passiert oder habe ich mich wirklich bewusst für etwas entschieden und wäre es vielleicht der Moment, das noch zu ändern? Die gute Nachricht ist, wir leben in einer Zeit, in der es nie zu spät ist, umzusatteln, sich noch mal neu zu erfinden. Wir haben im Gegensatz zu unseren Grosseltern, die mehr oder weniger in ein Berufsmilieu hineingeboren worden sind, haben wir alle erdenklichen Freiheiten, noch mal etwas Neues auszuprobieren. Und es ist auch nicht so, dass man am Schluss des Lebens nachher man entweder ein CV muss abgeben muss, das homogen aussehen muss, oder auf dem Grabstein oder Beruf steht, weil das so etwas Unabänderliches ist. Wir können heute Freizeitsachen als Beruf machen, wir können Selbstständigkeit mit einer Angestellten-Tätigkeit verbinden und wir können immer wieder etwas Neues anfangen. Eines von meinen Hobbys, eine von meinen Leidenschaften, wo ich dafür bezahlt worden bin zum Glück, ist tatsächlich so Menschen, so Biografien aufzuspüren und Porträts zu machen von so Leuten, die verrückte Veränderungen haben gemacht in ihrem Leben nach einer Krise. Jan Balken zum Beispiel, wo die Habilitation als Theologieprofessor schon in der Tasche gehabt und hat als Professor eine Stelle suchen und hat gemerkt, dass eigentlich wollte ich Feuerwehrmann werden. Und der kindliche Berufstraum, der ist nicht verschwunden, sondern er wird immer noch dringlicher. Und er hat dann die akademische Karriere tatsächlich raus und hat sich als Kommandant der Berufsfeuerwehr vom Flughafen Zürich seine Traumstelle verwirklicht. Und er sagt, das ist wunderbar, da kann ich so reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ich erlebe dort eine Kameradschaft, die ich im Mittelbau der Uni eher nicht gefunden habe. Oder ich erinnere mich an Kai-Leonie Can, die habe ich zwar nicht interviewt, aber mit ihr geredet, wo an der Uni Bern Juristin geworden ist, Jus studiert hat und er heute Wartin von Mittelecki heute am Eiger geworden ist und dort nochmal eine ganz andere Seite von sich hat lernen können. Oder der Markus Müller, der CEO von BlackBerry, von dem damals grössten Smartphone-Hersteller war, CEO Europa, aber sich selber so fremd wurde in dieser Rolle, dass er irgendwann alles hergeschmissen hat und eine Ausbildung zum Sterbebegleiter und zum Tantra-Masseur hat in Angriff genommen.
Und ein vierter Fall, ganz kurz, man kann auch als Postkartenschreiberin seinen Lebensunterhalt verdienen, wenn man sich ein bisschen geschickt einfädelt. Das ist auch ein Interview, das ich führen durfte. Also ihr seht, es ist ein grosses Privileg, das wir haben in unserer Zeit und auch in unserer Region, dass wir aus einer Leidenschaft einen Beruf machen können, dass wir auch unseren Lebensunterhalt mit etwas verdienen können, wo wir wirklich dafür brennen, was für uns eine Bedeutung hat und wo wir selber dann wachsen können, wo wir uns weiterentwickeln können und nicht einfach ein Fachwissen anwenden, damit wir dann mit Geld dafür entschädigt werden. Auf der anderen Seite stelle ich fest, dass ganz viele Leute, auch wenn sie leiden in ihrem Job und sich eben vielleicht aufopfern und einander so ein als milde, chronische Krankheit erleben, also als Berufung, sie sich unglaublich mit diesem Job identifizieren. Auch wenn sie 10 Jahre lang darüber schimpfen und merken, wie es sie krank macht, dann halten sie sich daran fest, weil sie quasi das bekannte Unglück lieber haben, als sich irgendwo auf die Suche zu machen nach etwas, wo vielleicht noch nicht so klar ist, was herführt. Also nach dem unbekannten Glück, das man auch Berufung nennen kann. Und dann tut man so Schutzbehauptungen jeweils suchen, die heisst, ja, es wird nicht verstanden, wenn ich im CV jetzt eine Auszeit machen oder ganz etwas anderes machen würde. Personalberater haben mir davon abgeraten. Oder auch, ich muss mich absichern, dass ich wirklich die maximale Rente habe. Was oft vergessen geht, ist der seelische Preis, den man zahlt für das, wenn man einfach ausharrt und eine Durchhalteübung macht. Ich staune manchmal, wenn Leute mit 50 sagen, dass sie jetzt noch 15 Jahre müssen aushalten müssen, weil es zu spät ist, für noch etwas Neues in Angriff zu nehmen. Oder 35-Jährige so, kommen mit dem Druck, ja, sie müssen jetzt endlich noch jemand oder etwas werden. Und dann nochmal ein Diplom, nochmal eine Ausbildung machen und gar nicht sehen, was alles schon da ist. Was die Fülle wäre, was ich daraus schöpfen kann, was ganz persönlich sie ausmacht. Ich hoffe darum, dass der heutige Anlass, der heutige Abend euch Mut macht, uns allen Mut macht, ein bisschen in uns hineinzuhören und zu fragen, mache ich wirklich das Richtige? Und zwar nicht gemessen an irgendeiner Bewertung von außen, sondern gemessen so an unserer inneren Instanz, wo uns das Gefühl gibt, wie wir am Abend einschlafen. Bin ich wirklich im Element bei dem, was ich mache? Komme ich sogar Energie zurück über? Fühle ich mich am Abend vielleicht sogar lebendiger als am Morgen? Oder habe ich eigentlich schon am Mittag einen leeren Akku und spätestens am Mittwoch warte ich aufs Wochenende? Und ich hoffe auch, dass ihr euch ermutigt, mich wieder an eure Träume zu erinnern und mit euren Träumen zu verbinden und mich ein bisschen bei Nase zu nehmen, die eigenen Wünsche wieder ein bisschen ernster zu nehmen als die Anforderungen und die Erwartungen, die vielleicht von außen vom Umfeld an euch gestellt werden. Und letztlich geht es um die Frage, ob ihr es schafft, euch klar zu machen, für was ihr wirklich brennt, was eure Berufung ist und wieder einen Weg findet, die zu leben. Auch wenn ihr wahrscheinlich nicht Millionen werdet haben, die euch zujubeln, wie der Federer. Aber wenn man schon nur berührt ist von dem, was man Tag für Tag macht und das Gefühl hat, doch, das hat eine Bedeutung, dass jemand macht und dass ich das mache, dann ist das eine unglaubliche Befriedigung, die ihr ins ganze andere Leben auch werdet mit reinnehmen. Ja, soviel zur Einstimmung. Jetzt haben wir schon angesprochen, das soll nicht ein Frontalunterricht werden heute Abend, sondern es soll eine interaktive Geschichte sein, so gut das möglich ist, auf diesem Weg. Und wir haben auch Fragen an euch, nicht nur rhetorische Fragen, sondern Fragen, die uns auch interessiert, bei diesen knapp 300 Leuten ein bisschen den Puls zu nehmen und zu schauen, wie seid ihr unterwegs. Ihr könnt jetzt im Fenster, wo ihr im Chatfenster, das ihr habt, neben dieser Zoom-Übertragung, den Link anklicken vom Mentimeter. Und ich möchte euch dort gerade die erste Frage stellen, mit der Aufforderung, spontan aus dem Bauch heraus darauf zu antworten, weil dann sehen wir gerade, wie die Verteilung ist. Die erste Frage, ihr seht sie eingeblendet, wenn ihr das neue Fenster jetzt offen habt. Wer von euch würde sagen, mein Job ist auch meine Berufung, ich lebe meine Berufung? Ich bin kurzsichtig, aber ich sehe relativ einen kleinen Ball. Jetzt kommen ein paar Ja-Stimmen. Wir lassen noch einen Moment Zeit, weil es erst ein paar Dutzend Antworten sind. Im Moment ist immer noch der Nein-Balken deutlich höher als der Ja-Balken. Es gibt ja jährlich die Umfragen von Gallup, die sagen, wer macht seine Arbeit wirklich mit Herzblut und wer macht mehr oder weniger Dienst nach Vorschrift oder ist innerlich gekündigt. Dort ist einmal so die Normverteilung, dass 8 von 10 höchstens Dienst nach Vorschrift machen und 2 Leute mit Herzblut am Werk sind.
Gut, wir lassen es mal so stehen. Wir haben fast ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es gibt doch eine erfreulich hohe Anzahl von denen, die sich jetzt via Klick da eingebracht haben, die sagen, mal, ich lebe meine Berufung. Es ist immer die Frage, wenn man sich in so ein Event einklingt, macht man es, weil man schon das Gefühl hat, man ist so unterwegs oder weil man einen Leidensdruck hat, dass man seine Berufung finden will. Wir kommen zur zweiten Frage und die zielt gerade in die andere Richtung und fragt, wer von euch hat Lust, noch einmal ganz etwas anderes zu machen, beruflich noch mal etwas anderes in Angriff zu nehmen. Bitte auch da jetzt möglichst spontan antworten. Da ist die Verteilung sehr deutlich. Weit verbreitete Lust, noch mal ganz etwas anderes anzufangen, was nichts mit dem zu tun hat, was man im Moment macht. Ich staune immer, wenn mir Leute im Coaching sagen, wenn sie jetzt noch wechseln, dann müssen sie das, was sie aber neu machen, sicher 20 Jahre auch dran festhalten. Ich glaube, das ist eine sehr hohe Anforderung. Ich persönlich wüsste von nichts, was ich mache, dass ich sicher die nächsten 20 Jahre mache. Und wie ich schon angetönt habe, die Rahmenbedingungen sind nie günstiger gewesen, dass man kann Quereinsteigen machen, etwas Neues nochmal anfangen. Auch dafür habe ich viele eindrückliche Beispiele gesammelt. Wie zum Beispiel Freddy Hunziker, der heute veganen Käse macht und gelehrter Polymechaniker ist, was jetzt nicht gerade zwingend die Vorausbildung ist, zum Käse machen aus Cashewnüssen. Okay. Jetzt haben wir noch eine dritte Frage, wo wir aber nicht direkt nachher werden die Antworten abbilden, sondern wo wir ganz am Schluss die Auflösung haben. Und zwar, wenn ihr von dem ausgeht, was ihr heute wisst über euch und euch fragt, wenn ihr noch mal jung wäret und alle Möglichkeiten hättet, was wäre euer Traumberuf? Auch da möglichst aus dem Bauch heraus, unabhängig ob es realistisch ist oder nicht, einen Beruf reinschreiben oder sagen, mal, von dem träume ich eigentlich. Okay, das sammeln wir einfach mal so und werden uns am Schluss überraschen, was da für Berufsbilder auftauchen, wenn wir das nochmal anschauen. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, zum Kernstück vom heutigen Anlass, und zwar zur Frage, wie macht man seine Leidenschaft zum Beruf? Habe ich zwei Gäste heute Abend hier, die beide an der Uni Bern studiert haben und beide einen ganz eigenen Weg gefunden haben, ihre Berufung zu leben. Zum einen herzlich willkommen, Barbara Studer. Du bist Neuropsychologin an der Uni Bern, bist Leiterin von Synapso, von der Fachstelle für Lernen und Gedächtnis da an der Uni Bern. Du bist aber auch Unternehmerin seit einem Jahr mit der Firma hirncoach.ch. Du hast während Corona dich in ein Unternehmerabenteuer gestürzt. Du bist Dozentin, du bist Referentin, du bist Mutter von drei Kindern, entsprechend auch Partnerin. Und weil das vielleicht noch nicht ganz dich auslastet, bist du noch an einer Habilitation am Arbeiten. Barbara Studer sagt über sich, seit ich Freundschaft geschlossen habe mit Imperfektion, kann ich meine Vielseitigkeit viel mehr geniessen. Herzlich willkommen heute Abend hier. Merci. Auf meiner linken Seite der Kespu Schmocker. Du hast Sportwissenschaft studiert, bist auch Spitzensportler gewesen, 75-facher Nationalspieler im Unihockey, sehr erfolgreicher Unihockeyspieler. Du hast deine Leidenschaft offensichtlich auch zum Beruf gemacht, hast nach dem Sportwissenschaftsstudium eine Unternehmerlaufbahn eingeschlagen und hast SensoPro lanciert, ein sehr spezielles Trainingsgerät. Wir werden gerade mehr darüber hören. Du bist angehender Familienvater und sagst über dich, wenn alles läuft wie geplant, dann werde ich unruhig, ich brauche eine grosse Portion Unsicherheit im Leben. Herzlich willkommen, auch dir. Jetzt, bevor wir einsteigen ins erste Interview mit dir, Kespu, möchte ich
euch einen Eindruck verschaffen, denen, die noch nie auf so einem SensoPro-Gerät gestanden sind, von was wir reden, wenn wir sagen, er hat SensoPro erfunden. Du hast uns einen Clip mitgebracht, der das auf eine sehr witzige Art erklärt. Bitte film ab. Hallo zusammen, ich bin der Jan. Jetzt muss ich euch mal eine Geschichte erzählen. Mein Bär, der war auch nicht immer so fit. Früher hat er zwar ab und zu ein bisschen Sport gemacht, aber item. Auf jeden Fall ist er da einmal in die Stadt an diesem Match. Und als er dort rauskam, hat er mir erzählt, dass er Leute gesehen auf so einem Gerät trainieren. Und er hat mir dann gesagt, die kennen ihn von irgendwo. Am Abend haben wir die dann zusammen im Fernsehen gesehen. Die Supersportler. Dann haben wir uns gedacht, das würde uns auch noch gut tun, so ein Gerät. Weil die Bewegungen im Alltag sind etwa die gleichen. Das ist nicht so einfach hier oben. Da musst du immer dranbleiben. Am nächsten Tag habe ich den Bär geschickt, er soll so einen Sensor bekommen. Und seit wir den Käfig haben, geht alles viel einfacher. Du musst auch ein bisschen an Koordination denken. Das ist unsere Geschichte und unser Training. Ja, die Fitnessbranche ist eine Branche, in der es ganz viel Konkurrenz gibt. Es gibt schon viel. Jetzt haben wir da so eine Art Trampolin in einem Metallrahmen. Das ist eine seltsame Geschichte. Wie kommt man auf so etwas? Hast du irgendwie geträumt? Oder wie bist du auf die Idee gekommen, dass es so etwas braucht? Ich hoffe, du fährst nicht mit dieser Frage an. Nein, wir wissen es wirklich bis heute noch nicht. Also, es gibt jedes Businessbuch, das beschreibt, du hast einen Businessplan, du suchst deine Nische, du machst eine Konkurrenzanalyse. Also, wir sind wirklich komplett anzyklisch vorgegangen. Wir haben einfach Sport- und Fitnessgeräte entwickelt und haben mal angefangen. Also der einzige gemeinsame Nenner, den mein Onkel und ich eigentlich hatten, ist, wir haben wirklich gleichzeitig auf ein Trampolin geschaut, wo mein Göttinkind und seine Tochter darauf herumgehüpft ist. Wir haben gefunden, das Fact irgendwie noch. Also ich will niemandem zu nahe treten, aber wenn man so die Gesichtsausdrücke von der Fitnessbranche anschaut im Fitnessstudio, ich will niemandem sagen, dass jemand suizidgefährdet ist, aber so von 10 Leuten lachen jetzt nicht immer 9. Und darum haben wir wirklich gewusst, so Spass und Trampolin, und das war der Anfang gewesen. Und alles andere wäre gelogen, wenn ich würde sagen, wir hatten grosse Strategien gehabt oder grosse Bilder im Kopf, dann habe ich mal angefangen. Also eine sehr vage Ausgangslage. Das Bild, das euch angekumpelt ist, die Freude. Wenn man jetzt nicht Bergbauer ist oder Spitzensportler, was bringt es einem, die Übungen zu machen auf einem unstabilen Untergrund in so einem grossen Käfig? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben heute wieder morgen eine Sitzung gehabt, stundenlang, wo wir darüber diskutieren, wie erklären wir das Gerät. Und das ist eine grosse Herausforderung. Mhm. Auf der einen Seite, wenn ich mit einem Physiotherapeut rede, darf man mal supraspinale Haarreflexe, lumbale Stabilität und Diskussion so ins Maul nehmen. Wenn ich mit meiner Grossmutter rede, dann rede ich einfach mal von Sturzprävention und Steigen auflaufen und gleichzeitig einen Kaffee in den Finger nehmen. Also, es ist wirklich nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, es liegt auch daran, dass der Bereich in der Fitness- und Gesundheitsbranche noch nicht so abgedeckt ist. Mhm. Ausdauer ist relativ einfach zu erklären. Auf einen Stepper und Matte vielleicht mehr bei Wanderung. Warum das auf Face Bay stehen sollte, ist nicht so einfach erklärt. Also, ich würde es mega vom Ziel abhängig machen. Also solltest du mir wie nur eine Person geben und ein Ziel im Leben. Und ich glaube, dann können wir sehr spezifisch arbeiten mit dem Gerät. Auf das okay. Ziel her. Ob jetzt eine 45-jährige Hausmutter ist, die einfach unter viel Stress sieht, die irgendwie gewisse Stabilitätsprobleme hat, also völlig fiktiv. Oder junge Leistungssportler oder Geschlechter umgekehrt. Es ist mega individuell. Mhm. Es ist ein Gerät, das viel kann, das auch nicht ganz einfach ist, drauf zu stehen. Es hat auch schon Leute abgeworfen. Wenn ich richtig informiert bin, bin ich auch schon drauf gestanden. Es ist eine wackelige Geschichte. Apropos wackelig, was mich auch noch interessiert, das ist ja auch ein Entscheid, dass man sagt, ich schlage eine Unternehmerlaufbahn ein. Oder? Also, es ist nicht nur kein klares Geschäftsmodell und kein Businessplan, aber es ist auch anders, als wenn man irgendwie Sportwissenschaften studiert und dann Sportlehrer macht oder Trainer macht. Hast du früh ein Gefühl gehabt in deinem Leben, was du mal werden willst? Also, hast du so einen Traum, so einen Wunsch gehabt, ein Bild, das hergehen könnte? Nein, eben nicht. Also, wir haben es lustig mit dem Telefon besprochen zusammen. Also, ich hatte keinen Plan, ehrlich gesagt. Also, viele in meinem Alter haben gewusst, sie wollen Medizin studieren oder sie wollen in Geologie oder sie wollen reisen. Ich war dort sehr auf der Suche. Nicht nur nach mir als Person, sondern nach meinem Beruf. Mhm. Und das ist wirklich so nah dies nachgekommen. Also, was ich gewusst habe, ist, dass Bewegung und Sport eine Leidenschaft ist. Und dass ich mega gerne ein Gerät entwickeln würde. Die Idee hatte ich schon, aber auch in welche Richtung es geht.
Es ist aber auch noch etwas, gehabt, wo viele Unternehmer sagen, so eine Intoleranz gegenüber anderen Leuten, die ihm dann würden sagen, was man machen muss. Also, so ein Autoritätsproblem, könnte man sagen. Ich weiß nicht, ob das unsere Mitarbeiter heute auch so sehen. Darum führe ich sehr wenige Leute bei uns. Ich bin so für die Kreativabteilung zuständig. Ja, wahrscheinlich schon. Also, ich habe das Glück, dass mein Vater und auch mein Umfeld und mein Grossvater mich eigentlich so erzogen haben, dass man wirklich so die Intuition folgen soll. Und ich bin sehr häufig im Leben nicht unbedingt die sicherste Variante gegangen. Und das hat mir, glaube ich, geholfen. Nicht, dass es mich nicht gestresst hat oder ich hatte so viel Angst, als man das Projekt lanciert hat. Andere haben doktoriert nebenan, hätte ich eventuell auch noch können. Andere haben Fußball gespielt und dort schon genug Geld verdient. Und Unioker ist jetzt wirklich nicht in der Sportart, die in den nächsten 10 Jahren nicht mehr arbeiten muss. Also ich hatte viele Angst, glaube ich, wie viele andere. Und trotzdem, ich denke, das ist das Richtige. Und dann würde es ja helfen, wenn man merkt auf dem Markt, oh ja, die Leute reissen ihm das aus den Händen. Gut, das ist schwierig bei so einem schweren Gerät, aber du hast ja gleich eine Resonanz gespürt, wo du mal einen Prototyp gehabt. Und die ist nicht so wahnsinnig gut gewesen, oder? Du hast, glaube ich, ein bisschen gesammelt, was so die spektakulärsten Absagen und Beleidigungen waren von Fitnessstudio-Betreibern. Die haben jetzt nicht unbedingt darauf gewartet. Nein, also es ist wirklich eine Blacklist und ich möchte die ab und zu noch führen. Weil wir jetzt eigentlich mit allen den Distributionen, die wir zusammenarbeiten, bin ich für den Verkauf zuständig und versuche, die zu schulen, wie man das Gerät verkaufen könnte. Und ich finde, die Frustrationstoleranz finde ich mega wichtig. Mhm. Also so in rarer Form habe ich das noch nie so erlebt, dass zurück einer sagt, das Gerät ist im Fall so überrissen teuer und du siehst mir so versagt, ich werde es nie kaufen. Im Fall, noch wenn du es mir gratis reinstellst, kaufe ich es nicht. Also ich finde das noch wichtig. Ich habe so viele Bücher gelesen, oder versucht zu lesen über Onrunning, Rivella, Nikin, IWC, über so viele Brands, die ich finde, so, mir fehlt jetzt so ein bisschen die ersten 2, 3, 4, 5 Jahre, wo es wirklich einfach hure bitter ist. Also wirklich so, wie so bist du mit dem umgegangen? Viele würden ja dann sagen, ja, nein, okay, lass ich, suche mir jetzt gleich einen Job, weil es scheint nicht zu funktionieren. Ich bin wahrscheinlich relativ allein mit dieser Idee. Und bei dir hat man so den Eindruck, wenn man dir zulässt, wir haben ja ein Interview zusammen gemacht vor 3 Jahren, wo du es ein bisschen ausführlicher erzählt hast. Du hast den Gegenwind wie gebraucht, für wirklich abzuheben. Also das war so ein Stachel, der dich richtig angetrieben hat. Und hast dir irgendwo geschworen, auch dir werdet irgendwann noch so ein Gerät haben. Ja, ich habe mit 25, nach meiner ersten Identitätskrise, wo ich gemerkt habe, ich habe fast alle Ziele erreicht. Was mache ich jetzt? Was sind die Ziele? Was kann man sonst noch schaffen oder leisten machen? Habe ich schon gemerkt, dass es ein Trigger von mir ist. Dass sobald etwas unerreichbar scheint, dass man mich mit dem extrem pushen kann. Das ist heute immer noch so. Ich versuche aber so die Energie richtig zu bündeln. Also ich nicht mehr so nur dort, wie viele Geräte wir platzieren wollen. Und dort müssen wir unbedingt rein, sondern auch ein bisschen sinnhafter, glaube ich. Aber das war ein grosser Teil am Anfang. Und lustigerweise hat es bei Uni angefangen. Es war meine schlechteste Benotung im ganzen Studium. Also das ist noch amtlich der Stempel von einer Wir sind sehr, wie soll ich sagen, das meine ich nicht mal neutral, aber eine leistungsbezogene Familie. Mhm. Also mein Bruder hat doktoriert, alle waren in Uni etc. Und für mich war es so, ich darf und möchte gute Noten heimbringen von Uni. Und das Projekt, das ich am meisten Herzblut reingesteckt habe, also der Bericht hat 10 Seiten sein. Am Schluss war er 90, die schlechteste Benotung. Und das war schon so, okay, gut. Und dann hat schon das Ego ein bisschen mitgespielt. Also ich möchte die Person nicht nennen, aber ich hatte wirklich ein mega gutes Gespräch, wo wir so ein paar Jahre später so wirklich in die Tümmchen geschafft haben, über 1000 Geräte, die wir jetzt verkaufen. Habe ich so gesagt, es hat mich im Fall schon noch motiviert, dass du mir dann gesagt hast, das ist nie, das ist realitätsfern, das kannst du nicht umsetzen, der Businessplan und die Idee. Also dann, das hat dann schon angefangen, das so. Probieren mal. Und du hast die Blacklist erwähnt. Du bist schon einer von den Unternehmern, der immer ein Notizbuch führt, mit Bildern drin, mit Absagen drin. Du hast mir auch gesagt, wenn du einen Erfolg hast, dann kannst du dich gar nicht mehr so fest freuen, weil du hast es eigentlich früher schon mal erlebt, dann, wo du es das erste Mal vorgestellt hast, wie es wird sein. Und da spielt, glaube ich, der Roger Federer, den ich vorher erwähnt habe, spielt auch noch irgendeine Rolle als Pate, die er vielleicht gar nicht weiss davon, oder? Ja, ich darf mir, glaube ich, gar nicht so halb öffentlich erwähnen, weil wir sind mal... Wir sind unter uns. Wir sind unter uns. Nein, ich habe nicht Kritik bekommen, aber ich habe mal eine Zeitung erwähnt. Und es ist so ein Traum, ja. Also in der Schweiz, das kommt jetzt hoffentlich zu 0% arrogant über, aber eigentlich alle die Sportler und die Leute, die ich treffe in der Schweiz, haben wir eigentlich getroffen. Als ich so am Anfang einfach mal so eine Liste gemacht habe, über 20 Seiten, von Krigo Stucki, Wendy Holden, Schweizer Fußballnation, all die, die mir so, das ist jetzt mal meine Liste, Roman Josi und so, und sogar Kevin Durant, die NBA, habe ich auch immer etwas ausliefern. Und so, und der ist wirklich noch eher so der Letzte, der noch schön wäre. Aber mittlerweile nehmen wir es, glaube ich, ein bisschen gelassener, weil sie auch nicht mehr so Personen und Institutionen fixiert, wie wir es vielleicht am Anfang waren.
Es geht aber nicht um einen Federer, sondern um die Fähigkeit des Unternehmers, sich etwas vorzustellen und das emotional schon quasi zu spüren, wie das mal wird sein, oder? Weil am Anfang hast du ganz viele Leute, die dich auslachen und eben nicht an dich glauben. Hast du das bewusst immer wieder kultiviert, dass du gesagt hast, ja, ich spüre es schon, das wird passieren, ich suche jetzt einfach noch den Weg dorthin? Ja, ich habe das Interview vom Spotify-Begründer gelesen. Also wir haben in keiner Art und Weise etwas mit Spotify zu tun, weder von Grösse noch von Vision her, ich möchte es da nicht vergleichen. Aber ich habe das gelesen, weil ich mich dort mega wiedererkennt. Und er hat so ein bisschen gesagt, er hat eine Idee und er freut sich mega auf diese Idee. Dann tügen die 2, 3, 4 Wochen oder Monate, tügen die so kultivieren es im Hirn, dann geben die weg. Und dann werden die realisiert und dann, wenn sie da sind, dann beschäftigt sie gar nicht mehr. Und das hatte ich schon so. Also ich habe mit meinem familiären Umfeld ich häufig gesagt, so, ah, jetzt seid ihr bei Hölder Löwen, bei Eschbacher Freude, ich bin so zurück und dachte, so, ich habe das gar nicht, ich habe das schon vorher durchlebt irgendwie und so ein bisschen gespürt. Und darum, das ist einfach meine Art und ich kenne ein paar andere, die das auch so haben, die sehr von diesen Bildern leben. Und dann gibt es wieder das Neue und ich finde das nicht etwas Negatives, das heisst nicht, ich habe immer gemeint, warum kannst du es nicht genießen? Und mir selber noch Vorwürfe gemacht, bis ich gemerkt habe, wenn ich so allein einen Rahmen entlang laufe und 2, 3 Ideen habe, das genieße ich eigentlich mega. Also es ist dort, wo wieder etwas Neues auftaucht. Genau, es ist wie eine zeitliche Verschiebung von dem, ja, von dieser Berufung, die ich habe. Und dann, wenn es effektiv realisiert wird, in dem Moment, vielleicht auch noch mit Leuten, dort fühle ich mich gar nicht so wohl eigentlich. Wir lassen es mal so stehen, kommen näher darauf zurück im Dreiergespräch, machen jetzt aber den Übergang zur Barbara Studer, die unter anderem eben mit Hirncoach als Unternehmerin unterwegs ist. Und auch hier haben wir einen kurzen Film, der das Umfeld zeigt. Film ab, bitte. Schreibmaschine, sondern viel eher wie ein Fotoapparat. Lernen passiert portionsweise und braucht Zeit. Wir haben nämlich eine spezielle Stärke, uns vertraute Orte und Wege vorzustellen und zu merken. Ja, Barbara, ich habe es einleitend erwähnt, du hast unglaublich viele Funktionen und Tätigkeiten. Als ich das noch gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie viele Tage hat deine Woche, wie viel schaffst du? Bist du eine von denen, die fast keinen Schlaf braucht? Aber jetzt möchte ich dir eine andere Frage stellen. Bist du immer schon so unterwegs gewesen, so eine Überfliegerin, die alles kann, die alles gelingt, gute Noten? Ja, also Überfliegerin würde ich es nicht nennen, aber einfach, ich habe schon immer viele Sachen gerne gemacht und gleichzeitig und parallel auf verschiedenen Schienen unterwegs gewesen. Das hatte ich eigentlich schon immer. Ja. Das hat sich früh gezeigt. Aber ich glaube, jetzt rein so schulisch, bist du jetzt nicht die, die immer mit den besten Noten und mit Fleiss brilliert hat. Hast du mir angetönt. Ja, genau. Ja, ich glaube, wenn man so extrem fleissig ist, dann ist gleichzeitig auch eine kleine Reduktion auf etwas. Oder? Du musst dich entscheiden und sagen, ich investiere voll in das. Und das hat man noch nie so zugesagt. Ich habe immer sehr gerne parallel dazu noch 5 verschiedene Hobbys kultiviert. Und so. Und entsprechend bin ich zum Beispiel in der Schule schon nicht extrem fleissig gewesen. Nein. Aber dafür hatte ich noch sehr coole, sehr wertvolle Hobbys gehabt. Eben von Sport, von Geigen, von Jazz, von Musik haben wir noch gar nicht geredet. Das kommt bei dir auch noch dazu. Wann hast du das Gefühl dafür entwickelt, was deine Rolle machen im Berufsleben? Du hast gesagt, du hast schon früh mit Klassengespänen gemerkt, dass du ihnen kannst helfen kannst, Lösungen zu finden, besser zu werden. Hast du dort schon so eine Idee gehabt, wenn du das machst, dann bist du in deinem Talent? Ja, genau. Ich glaube, so das Erleben, dass ich eine Wirkung habe auf andere, das hat mich schon immer fasziniert und auch, ich hatte schon immer Visionen, was ich machen wollte, aber viel mehr als machen war bei mir mehr im Vordergrund, wie will ich sein, was will ich bei anderen für Spuren hinterlassen. Und zum Beispiel so, hat zum Beispiel so Jungschillager geleitet, dort einfach als Leiterin mit Kindern und Teenies und da bin ich immer sehr beliebt gewesen. Und das wollte ich jetzt nicht sagen, so, hey, ich bin beliebt, sondern ich habe gespürt, die erleben, dass sie bei mir einfach das Niveau ist, dass sie angenommen sind, das macht etwas und das liebe ich, also einfach positive Spuren hinterlassen bei Leuten, die völlig authentisch sind, die ich selber ja auch von mir erlebe. Also, wenn ich mich selber annehmen kann und andere voll akzeptieren, wie sie sind, dann ist das ein Geschenk, das ich weitergeben kann. Und das war immer so ein bisschen ihre Vision im Vordergrund. Aber weniger die Tätigkeit selber, was genau ich dann mache. Auch. So in dieser, für das.
Gleich hast du akademisch ja auch eine Karriere hergelegt. Wie gesagt, du bist jetzt in Rehabilitation. Und hast früh ein Thema gefunden, das dich von der Thematik her packt, nämlich das Lernen. Du hast mir gesagt, du bist durch Uni-Prüfungen durchgegangen ohne Stress. Das können wahrscheinlich nicht so viele Leute von sich sagen. Was hast du früher oder besser begriffen als andere, dass es dich nicht gestresst hat? Also einerseits sicher einfach die Faszination. Also meine akademischen Ambitionen haben angefangen, als ich gemerkt habe, das wollte ich wissen, das wollte ich können. Ja. Oder? Und das ist klar, also wenn wir etwas wollen und völlig, wie du es auch gesagt hast, gesehen vor Augen, oder innerlich, dann werden da Hormone und Prozesse freigesetzt oder aktiviert im Hirn, die das Lernen einfach boosten wie nur etwas. Und das ist der Lerndünger, den wir gratis sozusagen haben. Und gleichzeitig habe ich aber schon auch Strategien entwickelt. Also ich bin jetzt nicht die, die einfach etwas anschauen kann und dann kann ich es. Da gibt es so Leute. Habe ich nicht, sondern ich muss schon lernen, aber ich habe mir einfach sehr schnell dann gute Strategien angeeignet. Und es hat mir dann viel auch während dem Studium in Leid, so zu sehen, wie viele Studierende mit so viel Stress und Druck durchs Leben gehen. Und ich habe dann schon dort ein bisschen angefangen, Lerncoaching zu machen und einfach Leute zu motivieren, ein bisschen zu überlegen, was ihr Hirn ja auch braucht, oder, um gut zu lernen. Also da geht es nicht einfach um die Lernzeit, zum Beispiel, die du investierst, sondern wie setzt du die Zeit ein? Mit was für Methoden, mit Kreativität, mit dir selber, oder? Und von dort her hat mich das Thema schon dann angefangen zu faszinieren, ja, das Gedächtnis, Lernen und was ich damit mache. Jetzt wäre eine Möglichkeit gewesen, zu sagen, ich will von dem so viel Wissen setzen, ganz auf die akademische Karriere. Es ist ja schwierig genug, dort eine Position zu erreichen, sich zu behaupten. Es gibt viele Leute, die mit Lehren, mit Forschen sagen, das ist eigentlich schon ein Spagat, der nicht geht. Hast du dich bewusst gegen das entschieden? Oder ist das noch eine offene Frage, ob du als Professorin in den nächsten 20 Jahren hauptsächlich unterwegs bist? Nein, ich habe schnell gemerkt, dass das nicht mehr entsprechen würde, weil es einfach zu einseitig ist jetzt von dem, was ich möchte. Und vor allem habe ich gemerkt, dass ich ein grosses Anliegen habe für den Transfer habe. Und da kannst du nicht beides. Oder? Also ich mache zwar jetzt schon Forschung und Transfer, aber ich merke schon, das ist ein Spagat, der jetzt auf die Länge raus, glaube ich, nicht. Das ist nicht befriedigend. Aber ich liebe Sachen halt zu übersetzen. Zu den Leuten zu bringen, wie du es auch gesagt hast, du musst schauen, was für eine Zielgruppe ist, und entsprechend musst du das Vokabular und die Bilder, die du brauchst, anpassen. Und gleichzeitig merke ich aber, ich will wissen, von was ich rede. Ja. Also jetzt gerade, du bist jetzt ein Hammer-Coach, aber es gibt so viele Coaches zum Beispiel, oder? Da frage ich mich, wissen sie genau, von was ich rede? Ja, Journalisten, noch viel schlimmer, die haben von nichts eine Ahnung und schreiben über alles. Ja, das gar nicht. Aber einfach so, darum fasziniert mich eben auch, dass das Gleiche so an der Quelle sind, ehrlich, für Forschung selber und können meine eigenen Fragen zu beforschen oder zu untersuchen und dann die Antworten selber, auch die persönlichen Antworten, die ich hier gefunden habe, zu transferieren. Das finde ich schon etwas sehr Befriedigendes. Also nicht nur das zu transferieren, was andere herausfinden. Ja. Aber auf längere Zeit kann ich es vielleicht nicht machen. Vielleicht schon, ein Traum wäre es eigentlich schon. Ja. Und darum habe ich jetzt auch den Traum von Habilitation noch nicht aufgegeben, weil ich weiter die habe, die Daten. Ich wollte die Artikel schreiben, ich wollte das auch irgendwie können noch fertig machen, obwohl ich weiß nicht, ob es... Und nebenan hast du noch eine Firma gegründet, mitten in Corona. Was war da der Stachel oder der Impuls oder die Lust, noch mit zwei Kolleginnen die Firma Hirncoach zu machen? Und was für einen Transfer geht es dort? Das ist eigentlich eine Vision, die ich schon lange mit mir herumtrage, dass wir das Wissen kompakt und anmächtig und motivierend, inspirierend zu den Leuten bringt. Also Wissen zum Beispiel zu Hirnfitness oder so viele ältere Personen zum Beispiel verstehen, unter Hirnfitness Kreuzworträtsel zu lösen. Das ist ganz schlimm. Und dann, wenn man denen mal erzählt, was denn eigentlich für einen Einfluss Bewegung, der Ernährung, Achtsamkeit, Sinneswahrnehmung aktivieren etc. auf die Hirnfitness hat, dann ist das so, ist echt noch interessant. Und genau solche Sachen würde ich gerne anregen, stimulieren und dann auch ganz praktisch weitergeben. Und genau das machen wir mit Hirncoach. Also wir nehmen Sachen aus der Forschung und verpacken es so, dass die Leute verstehen und direkt können im Alltag anwenden, dass es direkt einen Impact kann haben im Alltag, was sie machen. Und das ist meine Vision für Hirncoach, aber eben auch für Schüler und Schülerinnen, auch dort das Wissen weitergeben. Fängt ja schon früh an, oder? Dass man genau. Aber auch, wie schaust du zu dir selber? Also wie schaust du, dass du jetzt zum Beispiel, wir machen jetzt den zu Happiness, da wissen wir so viel. Aber zum Beispiel Thema Hirnhygiene oder so viel, jetzt gerade mit Medien, so viel stopfen wir Sachen in unser Hirn und überlegen nicht, was es nachher tut mit uns innen. Also da wie auch achtsam sein, was lohne ich, was nehme ich auf, was nehme ich und wo grenze ich nachher ab und schaue und sage, nein, das will ich nicht, das tut mir nicht gut. Und zu sich diesen Prozessen bewusst sein, das sollte so Aufklärungsarbeit auch, möchte ich gerne mit Hirncoach machen. Das sind die kleinen Geräte, die wir alle damit unterwegs sind und uns vor allem Sorgen machen, wenn es nachher unsere Kinder auch wollen haben, sind nicht unbedingt hilfreich, oder? Bei der Hirnhygiene, wie du das ansprichst. Das ist eine riesige Herausforderung, die wir alle haben zur Zeit. Also natürlich bei Kindern, bei Erziehung, fängt bei uns jetzt langsam an, der Älteste ist 8.
fängt das an, oder? Das ist ja ein Smartphone. Nein, natürlich nicht. Aber, aber alle anderen Klassen. Ja, nein, noch nicht, schon noch nicht, aber viele haben halt Tablets und am Gamen und so. Mhm. Und die Themen fangen jetzt an, ja, das ist eine grosse Herausforderung. Aber bei uns allen, oder? Also wo irgendwie spüre ich, es ist gut und wo ist nachher Ablenkung von dem, was ich richtig will. Du bist eine, die auf vielen Kanälen präsent ist, mit Videos auf LinkedIn, viel kommuniziert. Und gleich musst du sehr konzentriert arbeiten können, sonst würdest du das alles gar nicht herbringen. Mhm. Bist du jemand, der sich auch ganz bewusst wieder ausklingt und sagt, während 2-3 Stunden habe ich gar nichts, was da aufblinkt oder immelt? Ja. Also ich probiere schon, mein Hirn einfach so zu schützen vor Überstimulierung und habe Zeiten, wo ich mich lasse, ablenke und habe Zeiten, wo ich mich völlig auf etwas konzentriere. Genau, zum Beispiel die Morgenstunde probiere ich immer so einzusetzen, bevor die Kinder aufwachen. Oder so, wenn du am Morgen aufstehst, ist das Hirn so wie sauber gewaschen, oder? Und dann bist du noch nicht voll von Ablenkung und Multitasking, wo du so schnell reinkommst. Und das ist das Blödste, was man machen kann, auf den Bildschirm schauen, was ist alles reinkommt. Also wenn du morgen aufstehst und das erste aufs Natel schaust oder E-Mail liest, glaube ich, ist das etwas vom Schlechtesten, was du machen kannst. Weil du tust nachher das Hirn gerade so auf das trainieren, dass es nachher auch so weiter empfiehlt, statt dass du fokussiert auch etwas Gerichtetes machst. Mhm. Mhm. Und wir sind wahnsinnig viel einfach am Reagieren, oder? Durch die Allverfügbarkeit von Informationen und von Reizen. Ja, ich werde die Runde auftun. Bald habt ihr die Gelegenheit, mich mit eigenen Fragen noch einzubringen, Diskussion. Jetzt aber noch einen Moment, wo wir zu dritt zusammen reden. Du hast es jetzt zwar nicht so gesagt, aber im Vorgespräch hast du mir gesagt, als Unternehmer habe ich auch so ein bisschen einen Flick weg. Also man ticke nicht ganz normal. So erinnere ich mich jedenfalls. Habe ich das gesagt? Vielleicht hast du noch mal den Eindruck gemacht. Das kann schon sein. Nein, aber schon nur die Tatsache, dass du sagst, ich suche Unsicherheit. Wenn es zu sicher ist, dann ist es mir nicht wohl. Und die Frage ging eigentlich zuerst, bevor du dich rechtfertigen kannst, an dich, Barbara. Weiss man etwas über das? Hey, Unternehmer, neuropsychologische Auffälligkeiten? Also einfach halt innovative Leute, das kann man schon zeigen, dass die einfach andere solche Denkprozesse haben, dass sich so aus dem Schema herausdenken. Halt. Und das ist ja etwas, wo man sich auch darauf einlassen muss. Es ist viel mit Mut verbunden auch, und so mentale Stärke auch. Genau. Und sich aber auch Zeit nehmen. Also zum Beispiel viel ist es spannend, dass viele so innovative Leute auch lange prokrastinieren, also Sachen rausschieben. Vielleicht auch mal eine schlechte Note einheimsen, aber das ist etwas, was kreativ schreiben statt aber das ist kreativ, kreativitätsfördernd, oder? Und jemand, der ganz brav im Curriculum immer fängt, folgt, hat dann weniger so die Zeiten, wo das einfach sprießen kann, wo die Ideen weitergehen können, oder? Und, glaube ich schon, ja. Oft haben wir den Eindruck, Unternehmer sind die so angstfrei sind, die sich wahnsinnige Selbstsicherheit haben und das einfach alles zutrauen. Das ist, glaube ich, ein Bild, das du nicht zementierst. Oder? Du sagst, du hast eigentlich schon ganz früh Unsicherheit erlebt in deinem Leben und gelernt, mit dem umzugehen. Also konkret, du hast deine Mutter früh verloren an einer Krankheit und bist wie auf dich zurückgeworfen gewesen. Ja, ich glaube schon, dass dort persönliche Biografien mit hineinspielen. Und ja, wenn ich das mit meinem Bruder vergleiche oder irgendein Beispiel, es gibt glaube ich, Leute, die weniger ängstlich sind als ich. Also ist noch witzig, jetzt, wenn ich so mehr Mühe analysiere, was nicht hochspannend ist, aber die Sachen, die ich eigentlich gemacht habe im Leben, sind eigentlich alle ziemlich prekär teilweise, objektiv gesehen. Und innerlich bin ich gleich eigentlich ein relativ ängstlicher Mensch. Also ich überlege viel so, was könnte dort noch schief gehen und was könnte man hier noch machen. Ich glaube, ich habe irgendein Perfektionisten-Flair. Ich finde noch spannend, was du gesehen hast, weil das meine ich nicht adrett, also nicht rühmen, das ist mega cool, ob überall perfekt ist, sondern manchmal steht es mir nur im Weg. Und ich glaube, mit dem lernt man wie umgehen. Aber ich habe etwas gelernt, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Buch ich das gelesen habe, aber es heisst es auf Deutsch und nicht auf Englisch. Auf Englisch wird es wahrscheinlich cooler tun, aber also denk nicht für den Kunden. Und das hat mir schon ein bisschen helfen. Das versuche ich auch weiterzugeben, sobald du für einen Kunden denken. Und das ist für mich so stellvertretend für viele Situationen, sobald du für das Gegenüber denken. Erwartungen, die andere an dich haben. Dann machst du kein Telefon am Mittag, dann haltest du nicht noch kurz an, dann fragst du nicht für Handynummern, dann machst du eigentlich alle dummen Sachen, die meistens gut werden. Im Verkauf zum Beispiel machst du wie nicht. Mhm. Und darum habe ich mich selber auch angefangen zu zügeln und einfach mit dem gelernt zu leben. Und so ein in eine Drittperson reingeschliffen bin, von okay, gut, du machst jetzt diese Gedanken, ist eigentlich noch spannend, dass du diese Gedanken machst, dass du denkst, wenn du keinen Job hast mit 28, alle sind Lehrer überall, du bist dann irgendwo, dann ist es halt so. Also ich glaube, man lernt mega mit dem umgehen. Hat man als Unternehmer dann irgendwann das Gefühl, jetzt hat man es geschafft? Weil ich denke, jetzt während Corona, Fitnesscenter sind im Lockdown gewesen, zugemacht, die haben wahrscheinlich nicht viel Geräte bestellt, der hat was, 50 Leute auf der Lohnliste, dann hast du auch Verantwortung. Ist es nicht ein wahnsinniger Druck, wo du permanent drin bist? Oder fühlst du dich einigermaßen sicher in dem,
Ja, dann wäre es mir irgendwie langweilig. Nein, also ich glaube, der grösste Druck mache ich schon jetzt in meiner Situation in mir selber. Also die Anforderungen, und du hast es am Anfang lustigerweise erwähnt, die sind nicht nur von mir, die sind von meinem Vater, auch von meinem Umfeld. Und das meine ich nicht nur negativ, sondern die werden dir glaube ich, so ein bisschen mitgeben. Also ich habe viele Diskussionen mit Freunden oder auch mit Kolleginnen, wo man so geht bowlen und dann bowlt man einmal. Und dann bowlt man nochmal genau gleich und ist genau gleich schlecht. Also da drehe ich wirklich durch. Also wenn ich so, ich liebe zum Beispiel Schlag den Rab. Also habe ich auch dreimal versucht anzumelden. Okay. So, die Minute, wie er so etwas hergeht. Und er, bevor er noch angefangen hat, überlegt er, wie er besser werden kann. Und das ist häufig wieder so ein negativ konnotiert. Und ich habe das auch häufig selber negativ angeschaut. Warum musst du immer noch besser werden? Und heute sehe ich es relativ spielerisch im Sinne von, es ist nicht meine Person. Es geht um einen Prozess. Ja. Wenn ich davon surfen will, dann surfe ich bis am Abend 12 Uhr, bis ich das kann, was ich mir vornehme. Und heute sehe ich es etwas lockerer. Mhm. Aber ich glaube, es gibt so wie das eine und das andere. Aber der Drive, der schätze ich sehr an Leute, die nicht einfach so sagen, ja, jetzt ist es halt so, jetzt fallen halt wieder nur zwei ab, sondern ich finde, man kann sehr ambitioniert sein, ohne verbissen. Hatte ich mal erlebt beim Stegen-Intervalltraining im Bärengraben. Da bist du auch in einem unglaublichen Tempo unterwegs. Also das Bestreben, weiterzukommen, besser zu werden, nicht zufrieden sein mit dem Status quo, das ist irgendwo ganz tief verwurzelt, oder? In fast allen Bereichen. Unternehmerisch, sportlich. Sicher. Also, mich wundert, Barbara, wie du das sagst. Ja, du machst auf mich auch sehr, sehr fokussierten Eindruck. Wir haben noch gar nicht darüber geredet, aber du hast gesagt, anfreunden mit Imperfektion. Ich habe nicht gegoogelt, ob es das Wort gibt. Imperfektion. Das gibt's, ich habe ein Lied darüber geschrieben. Sogar. Du hast ein Lied darüber geschrieben. Ein Liebeslied. Ich glaube schon. Also, wenn man viel. Also, das ist halt, wenn man mehr verschiedene Sachen machen, muss entsprechend mehr Kompromisse eingehen. Oder? Und entsprechend muss ich mich, habe ich mich anfreunden mit der Imperfektion. Du kannst nicht alles perfekt machen und dann viel auf einmal. Also so ein das Generalisieren, also Generalistentum inner, oder halt das Expertise, du musst einfach in etwas bist perfekt. Oder? Aber mich fasziniert das viel weniger, als eben in mehreren Sachen können, so verschiedene Wellen surfen sozusagen. Aber ja, meine, ambitiös bin ich schon auch. Aber ich glaube, eben, mir ist Ambition eher auf mich selber gerichtet, also auf meine Persönlichkeit. Wenn ich mich, wenn ich selber bin, also zum Beispiel auch, wenn ich mit meinem Partner bin, mit meiner Familie bin, das zeigt sich sehr viel von mir. Und für mich wäre es jetzt ein grosser Misserfolg, wenn ich einen riesen Erfolg hätte beim Arbeiten, Hirncoach, keine Ahnung, was für Summen wird verdienen, keine Ahnung, bin an der Uni eine super Stellung, aber ich würde daheim nicht können die Werte vermitteln, die ich möchte. Zum Beispiel bei den Kindern oder bei meinem Partner. Oder würde sie vernachlässigen. Oder, ich könnte mich selber nicht mehr so anschauen. Das wäre für mich ein Misserfolg. Mhm. Und darum ist für mich Erfolg wie anders definiert. Das sind nicht Daten, sondern es ist etwas, was ich bin. Was würdest du sagen, wenn jetzt Leute hier zuschauen, die irgendwo in sich das Bedürfnis spüren, sich zu verändern beruflich. Da haben wir ja oft die Ängste. Oder man hat keinen Leistungsausweis im Neuen, man lässt etwas los, wo man sich auskennt. Oder vielleicht auch beide die Frage, ja, was hilft, wenn man etwas Neues in Angriff nehmen will, wenn man das Gleis, wo man sich darauf bewegt hat, verlässt? Also einerseits glaube ich, sich immer wieder einfach mal auszuzeiten. Also ich bin zum Beispiel letztes Jahr auf Lappland gegangen, hatte ein grosses Privileg, mit SRF noch begleitet, aber einfach eine Woche lang nichts, oder? Eine Woche lang auf dem Schlitten, musst nichts machen, musst nicht einmal noch körperlich gross, aktiv sein. Und einfach solche Auszeiten sich nehmen. Es kann auch mal einfach ein Ruhetag sein oder einfach etwas, wo man sich Zeit lässt. Und das weiss man auch von neurologisch her, es braucht einfach Zeit, dass sich da die Netzwerke können oder auch breit ausbreiten sozusagen. Und man kann ferne Assoziationen zulassen. Das braucht Zeit. Das muss so ein bisschen der Scheuklappenblick, der Tunnelblick loswerden. Und einfach mal wieder raus. Weil wenn wir im Tun sind, ist es schwierig, auch sich selbst zu spüren. Und ich glaube, das Zweite auch, immer wieder das Realisieren oder wie es wissen, wir sind fragil. Also wir können einen riesen Erfolg haben, aber es kann morgen vorbei sein. Also mein Mann hatte vor 6 Jahren eine Hirnblutung gehabt, ist super als Consultant unterwegs gewesen, und jetzt schafft er noch 3 Morgen, weil er nicht mehr mag, zum Beispiel. Oder? Das ist nicht ein Misserfolg. Es ist einfach, wir sind einfach fragil, es könnte uns auch nicht passieren. Und ich glaube, so das Bewusstsein, das nimmt dann, glaube ich, auch die Angst, oder? Denn, dass man Sachen einfach angeht, wenn man mag. Aber es ist dann auch nicht meine Identität. Oder? Sobald es meine Identität ist, der Fels, wo ich draufstehe, das ist schwierig. Oder? Es gibt eine gewisse innere Distanz. Genau, es ist dann irgendwie einfach vielleicht eine Rolle oder eine Arbeit schon mit grosser Leidenschaft, aber es ist nicht mehr wert. Also ich weiss, wer ich bin, auch wenn all die verschiedenen Funktionen, die ich habe, die vielleicht super tönen, aber es ist nicht mein Leben, es ist nicht mein Wert. Ich weiss, wer ich bin, wenn ich bei allem versagen würde.
Das ist für mich auch eine Glaubenssache. Ich vertraue auch. Ich vertraue, dass Gott mich geschaffen hat und mich gerne hat, ohne irgendwelche Masken und alle Daten drum und dran. Genau, das ist Geschenk. Ja. Ja, bin ich noch auf dem Weg. Das hättest du mir vor 10 Jahren müssen sagen, dann wäre ich jetzt vielleicht weiter. Dann wäre die Firma vielleicht weniger weit. Ja, das weisst du wie nie. Aber das Thema der Bilder beschäftigt mich noch ein bisschen. Du hast mir auch gesagt im Vorgespräch, oft die Leute sehr analytisch sich mit dem beschäftigen. Hey, Pro- und Kontralisten, was sicherer ist, wo sie bessere Chancen haben. Und sie suchen wie die richtige Lösung. Und du sagst, ja, unser Unbewusstes, das uns in Bewegung bringt, das braucht auch starke Bilder. Und mit dem arbeitet ihr selber, oder? Also das Gefühl dafür zu haben, wie könnte sich das anfühlen, wenn wir unterwegs sind, was ist, wie wollen wir tätig sein, wie wollen wir arbeiten? Genau, weil emotional ist immer stärker als rational. Mhm. Immer. Eben, das ist so, Hirn ist wahnsinnig im Trend, oder? Alles Neuro verkauft sich super, hoffentlich auch deine Firma. aber ich habe das Gefühl, wir erwarten unglaublich viel von unserem Hirn. Und so ein Bauchgefühl, das Herz wäre ja auch noch nett, wenn wir das einbeziehen würden in so Veränderungsprozesse, wo wir das Gefühl dafür haben, wo sie uns herziehen. Es ist so ein Reincrashen. Das beste Buch, das ich wirklich mit Abstand gelesen habe, in den letzten 2 Jahren, das innere Navi von Vivian Dittmar. Und die sagt genau von dem. Also das ist, was ich beruflich aus meiner Sicht nicht so schlecht habe gemacht. Also die Unterscheidung zwischen Intuition, Herz und Ratio. Also für was ist das Hirn überhaupt da? Privat bin ich heute noch am Lehren, zum Glück. Aber die redet eben dort von Intuition. Und das wäre meine Antwort auf deine Frage vorher. Eine Intuition kennt meistens keinen Grund. Also viele suchen nach Gründen, um es durchrationalisieren. Und Intuition kommt meistens schleichend und sehr sanft. Also die klopft an und du hast das Gefühl, was dich herzieht. Und beruflich, lustigerweise, habe ich mir die Zeit immer genommen. Privat bin ich jetzt im Lehren, finde es mega schön, was du gesagt hast. Dass ich mir genau so Zeit nehme, so als angehender Vater machst du ganz andere Gedanken. Mhm. Und also denkst du so, wo ich das Modell, das beruflich perfekt funktioniert, im Privat eigentlich auch noch man darf lernen mit diesen Auszeiten und so. Und ich vertraue dir sehr auf die Intuition, das kennt keinen Grund. Du hast nicht einen klaren Grund, warum du jetzt Feuerwehrmann werden willst. Also ich würde gerne all die Personen fragen, ob sie also so viele Gegengründe. Ja, eben, das ist ja der Punkt. Oder? Es kommen immer viele in Sachen in den Sinn, die dagegen sprechen. Es ist im Hirn verlierst den Kampf wahrscheinlich. Ja. Und dann geht es darum, einen ersten Schritt zu machen, oder? Und zu schauen, wie fühlt es sich an. Also die Emotionen sind ja auch im Hirn, aber ja, genau. Oder es wird so viel von dem Mindset geredet. Oder ja, stell dir das vor, du musst positiv denken. Oder? Das finde ich zwar schon auch gut, aber ich glaube, das Feelset ist genauso wichtig, dass du spürst, oder? Will ich das wirklich? Und das ist bei diesen Fragen, finde ich, die du so treffend gestellt hast, oder auch einfach Beispiel gegeben hast, du musst spüren, oder was will ich wirklich? Also die Frage ist, da geht es in die Emotionen. Musst du spüren, oder? Was sind meine Werte, Zweifel? Und die musst du auch mal zulassen. Aber da musst du dir selber spüren. Wenn wir immer am Machen sind, spüren wir es selber nicht. Mhm. Das stimmt. Wenn wir am Leisten sind, am Output generieren sind, dann musst du das Gefühl möglichst ein bisschen wegsperren. Das weiss man von vielen Managern, die im Nachhinein merken, was es mit ihnen gemacht hat. Aber das Thema Fragen ist ein gutes Stichwort. Und zwar die angekündigte, versprochene Öffnung von Runde um etwa 280 Leute, die hier mitfragen und diskutieren dürfen. Ich schaue mal, was schon reingekommen ist und sage euch vor allem noch, wenn ihr im Chat eine Frage stellt, Diskussionsbeitrag einbringt, schaut doch, dass ihr am Anfang nach Möglichkeit @Schmocker oder @Studer oder @Morgenthaler davor schreibt. Dann sehen wir ein bisschen besser, an wen sich die Frage richtet. Und wenn es eine offene Frage ist, die alle geht, könnt ihr die natürlich auch stellen. Gerne ab jetzt im Chatfenster. Das wäre der Teil, wo man normalerweise die Diskussion in einem Raum öffnen würde. Jetzt machen wir es virtuell, wenn ihr Fragen habt an die drei auf dem Podium. Ab jetzt. Eine Frage, die ich schon gesehen habe, ist an dich, Espo, wie wichtig ist finanzielle Sicherheit? Für mich persönlich nehme ich an, oder für eine Firma? Also für eine Firma ziemlich relevant. Du darfst persönlich antworten. Persönlich. Ja, ich würde schon separieren. Ich finde, als Unternehmer, und es klingt so blöd, wenn ich mich so bezeichne, aber ich mache es jetzt mal, es gibt schon zwei Sichtweisen. Für mich persönlich nahezu null, wo ich finde immer so einen Weg, wo ich eigentlich nicht finanzielle Ängste und für eine Firma relativ hoch. Und das finde ich schon ein Konflikt. Also es gibt so viele brillante Marketingler auf dieser Welt. Ja. Und meine Frage, die ich meistens stelle, ist, wie verkaufen wir mehr Geräte durch das? Also wie verdienen wir Geld? Wir müssen Geld verdienen. Und wir brauchen finanzielle Stabilität und wir wollen wachsen. Und das ist ein Konflikt. Also für mich persönlich nicht. Für eine Firma finde ich, muss man sich immer überlegen, es hat immer einen finanziellen Aspekt, häufig, und das ist für mich im Marketing, bei Ausbildungen, bei Produktionskosten. Ich finde dort finanzielle Sicherheit extrem relevant. Wenn man du bist ja einer, der früher Profis reingeholt hat, oder? Der nicht das Gefühl hatte, ich kann das alles selber am besten. Und irgendwie
Der Heinrich Villiger hat mit 90 die Firma noch nicht abgegeben, weil er gefunden hat. Also wahrscheinlich hat er Finanzchef gehabt, aber du hast früher gesagt, ich bin nicht unbedingt der CEO, ich bin auch nicht unbedingt der Finanzchef. Das war schwierig. Ich glaube, ich kann nicht gut Leute führen. Also, so Abteilungen habe ich wirklich von mir gesehen. Im Sport vielleicht noch eher. Aber so Farmer und Hunter, jemand, der etwas verwalten kann, das meine ich wirklich nicht negativ, sondern jemand, der zu dem schauen kann. Und das bin ich. Und das habe ich früher erkennen. Und bin froh, dass ich das erkannt habe. Dann hätten wir nie die Kompetenz und die Leidenschaft an Leute in anderen Bereichen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das weiß. Mhm. Ob man das kann und möchte oder nicht. Paradoxerweise kann man vielleicht auch noch sagen, obwohl du in die Unsicherheit verliebt bist, hast du wahrscheinlich bekanntesten Versicherungsmanager, nämlich der Urs Berger, langjähriger Mobiliarpräsident, reingeholt als Investor und wahrscheinlich auch noch ein bisschen als Sparringpartner in solchen Fragen, oder? Wie man es eben solid gestaltet. Ah, sicher. Also ich kenne ihn noch durch den Sport schon länger. Und es ist auch menschlich. Also ich rühre mir immer Urs, ich muss mir mal danken. Nein, das ist ein Witz natürlich, aber er ist auch menschlich. Also, es ist wirklich eine Person für mich und von denen gibt es wenige leider. Ich hoffe, es gibt noch ganz viel Zukunft, wo menschlich und wertorientiert genau gleich viel Scores hat wie Business, also wie Unternehmertum. Und wo können wir skalieren und wie kann man das Modell weltweit vertreiben. Und da haben wir mega viel dürfen lernen. Wir lernen noch täglich. Also, wenn ich so zurückschaue oder gegenüber, denke ich mir so, boah, wir haben noch keine Ahnung von Unternehmertum. Also wir können noch dürfen, möchten noch so viel besser werden. Da lernen wir viel, zum Glück. Spannend, und man hat den Eindruck, er genießt es so, weil es eine ganz andere Welt ist als die Corporate-Welt für Mobiliar, wenn er bei euch also um Wilden ist, oder? Ab und zu kommt er mit dem Chauffeur im Anzug und dann kommen aber schon so 34 dumme Sprüche. Die kommen aber schon. Und dann, also ich hoffe, also jetzt ist er auch schon länger dabei, ich glaube, für ihn ist es so amüsant. Und wir sind sehr authentisch, und es liegt uns im Herzen. Ja. Unabhängig davon, wie viel oder wo wir tätig sind, es ist sehr locker. Dass es echt ist und locker ist. Eine Frage an dich, Barbara. Wie viele Stunden hat dein Tag und wie viel schlafst du? Ja, mein Mann würde sagen, viel zu wenig. Aber ja, ich brauche tatsächlich nicht so viel Schlaf, das ist so. Also mein Tag hat genau gleich viele Stunden wie wir alle. Ich tue schon gerne effizient arbeiten. Also, eben, und dann Sachen, wenn ich nicht in Perfektion treibe, denke, das hilft mir, dass ich Sachen einfach dann schneller machen kann. Und ich bin schon auch eine, die sozusagen ein bisschen aufschiebt. Das hatte ich schon immer. Und ich habe lange gemeint, es ist eine Schwäche. Ich habe aber mal gemerkt, es ist eigentlich eine Stärke. Weil ich aufschiebe, mag mehr rein. Und schlussendlich geht dann immer das andere auch noch. Darum ja. Aber ja, ich schlafe etwa 6 Stunden, meistens habe ich schon. Aber ich tue schon auch sehr gerne in der Nacht arbeiten. Das ist so. Es gibt ein schönes Buch von einem amerikanischen Professor, der schreibt, was er alles macht, während er die Sachen, die er sich vorgenommen hat, nicht macht. Genau. Das erinnert mich an das, was du jetzt sagst. Da kann man es zur Meisterschaft treiben. Eine zweite Frage in deine Richtung. Was man soll machen, wenn man wegen ADS vielseitig interessiert und begabt ist und darum kein Gefühl dafür hat, nicht weiss, was der richtige Weg ist, in welche Richtung dass es soll gehen. Zu dem etwas sagen? In dieser Das ist eine gute Frage. Eben die Frage ist, muss man sich ganz entscheiden? Wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass man zweispurig oder so fährt? Weil ich glaube, wir sind manchmal ein bisschen darauf getrimmt. Es wird uns viel auch vorgelebt, man muss sich für etwas entscheiden. Ich glaube aber, man darf wirklich mehrgleisig fahren. Es ist eine Herausforderung, aber es geht. Es gibt so die Sätze, mach es ganz oder gar nicht, sei konsequent. Genau, das glaube ich persönlich nicht. Eben je nach Persönlichkeit entspricht das eben nicht einem. Vielleicht da so der Mut, dann halt einfach zweigleisig zu fahren. Und sonst vielleicht einfach, dass man mal sagt, warum nicht mit dem einen anfangen und das andere aber nicht müssen zur Seite legen, sondern einfach halt ein bisschen auf später verschieben. Also man weiß jetzt so phasenweise. Also das ist ja auch das Konzept. Du musst nicht die ganze Zeit das Gleiche machen, sondern vielleicht sagst du, jetzt fokussiere ich 10 Jahre auf das oder sogar noch 5 Jahre und dann probiere ich mehr aufs andere zu gehen. Also ich glaube, so den Mut, einfach andere Wege zu gehen, würde ich sagen. Eine Frage, die mir gestellt ist, wo wir aber alle können, glaube ich, darauf reagieren können. Wie kann man Kinder optimal begleiten, ihre Berufung zu finden? Kespel, dein ungeborene Kind. Das ist ja ein grosses Thema, habe ich jedenfalls im Coaching immer wieder den Eindruck. So die Sätze, die daheim über der Haustür wären gestanden, wenn es eine Botschaft hatte, die wir irgendwie mitnehmen auf unseren Weg. Dass man sich absichern muss, dass man sich selber nicht so wichtig nehmen darf, dass es wichtig ist, was andere denken oder was andere leisten. Wie machst du das mit deinen Kindern? Dürfen sie alles werden? Ja, das probiere ich schon, doch. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich da, sage jetzt nicht, Vorbild-Sätze oder so, aber zwei Sachen, die ich probiere täglich ihnen zu vermitteln oder täglich sagen, ist,
Ich habe dich gerne genau so, wie du bist, also mit dem, was du bist, mit dem, was du auch an Einzigartigkeit hast. Also nicht, ich probiere dich nicht in eine Richtung und so finde ich dich cool, sondern genau so, wie du bist. Ich glaube, das können wir vermitteln. Und das Zweite, was ich probiere, immer wieder zu fragen, auch bei Entscheidungen, was spürst du, was willst du? Also, dass sie so lernen, auf sich selber zu hören und nicht einfach befolgen. Ja, ich glaube, es geht stark darum, oder? Wenn der Frithjof Bergmann sagt, oder Frithjof Bergmann sagt, wir haben alle ein Sensorium, das uns eigentlich würde sagen, was uns ist, was wir wirklich, wirklich wollen. Es wird einfach sehr früh überstimmt bei vielen von dieser Stimme, die uns Anerkennung gibt für etwas, für ein Verhalten. Jetzt hat mal ein Genetikprofessor geschrieben, wir brauchen mehr Peaks und Freaks, also Leute, die wirklich ihr eigenes Ding machen. Und im Takimaki war mal ganz ein spannendes Interview mit einem Psychoanalytiker mit dem Titel «Du sollst dein Kind nicht loben». Also das weiss man ja immer, wenn wir loben, wenn wir den Banker Boni zahlen, dann haben wir das Gefühl, für was richtig ist, für einen selber, bei den Kindern überschwächen. Oder? Und darum glaube ich, ja, es geht darum, wirklich im Kontakt zu sein, eine Neugier zu zeigen für das, was jetzt da ist und nicht die eigenen Erwartungen, die eigenen Ängste, die eigenen Erfahrungen nachher auf das Kind zu projizieren. Ja, voll. Und vielleicht in diesem Zusammenhang finde ich etwas so eine Feedback-Resistenz. Also, das hast du zum Beispiel auch schön gesagt. Oder wenn du ein schlechtes Feedback bekommst, dann hat es dich umso mehr antrieben. Das finde ich cool. Oder? Und wenn man aber als Eltern zum Beispiel Noten oder Feedbacks von Lehrern zu viel Gewicht gibt, so, oh ja, das ist jetzt wirklich nicht so gut gelaufen, jetzt müssen wir schauen, was wir machen können, dann finde ich das irgendwie traurig. Weil das Kind hat dann einfach, halt, hat es gerade versagt, aber nachher schauen, okay, können wir es besser machen, aber Feedback sind nicht so wichtig. Du schaust, also Noten zum Beispiel auch, ist nicht so wichtig. Schau, wo hast du deine Stärken und probieren wir da weiterzukommen. Und einfach so menschliche Feedback eigentlich nicht allzu ernst nehmen. Noch frage direkt an dich, Espo, ob du als Unternehmer auch die Aufmerksamkeit brauchst, die du als Spitzensportler bekommen hast oder als kommentierender Experte am Fernsehen. Man hat euch die Frage gestellt. Das kann ich hier leider nicht sehen. Nein, das ist ein grosses Thema, das ich glaube, jede Unternehmerin und Unternehmer damit auseinandersetzen muss. Ich bin so ein bisschen in diesem Prozess angefangen vor 3 Jahren. Ich glaube, ich bin nicht mehr so. Ich war nie narzisstisch, aber ich habe sicher genossen, wenn wir Erfolg hatten. Und ich bin einer, der gerne unter Leuten ist. Und ich wollte gerne performen und ich habe lieber vor 14'000 Leuten gespielt als vor 5. Und dann, ich glaube, so kennt man mich auch ein bisschen. Und jetzt habe ich einen Wandel durchgemacht. Also ich muss sagen, heute, ich finde, am Anfang ist es wichtig, dass gern, du musst es ja ein bisschen zeigen. Also ich finde, du kannst nicht Verkäufer sein und das Produkt 1000-fach verkaufen, indem du den Leuten nicht gerne die und das Produkt präsentierst. Also wenn du schon in einen Raum kommst und du kommst ja gerne in den Raum rein, kannst du nicht verstecken, oder? Ist noch schwierig. Also du verkaufst nie nur dein Produkt. Das versuche ich auch zu sagen, als in den Schulungen, die wir machen, du verkaufst immer die als Person mit. Und ich trenne das wie. Also das hat mir nicht geholfen. Also ich würde sagen, beruflich ja. Und so habe ich das versucht. Es hat mir sehr geholfen, das wie durchzustrukturieren. Also mein Instagram ist ein berufliches Instagram. Und dort versuche ich, Sachen zu posten und zu zeigen, wir sind eine coole Firma, machen etwas mit uns. Und privat bin ich wie anders, finde ich. Also das habe ich wie separiert, dass ich einen Konflikt habe, wo ich finde, einfach als Unternehmen musst du ein bisschen ausrösten. Du musst ein bisschen vor und du musst ein bisschen Du lebst ja das berufliche Instagram oder die beruflichen Kanäle, das hat etwas extrem verspielt. So in einem Video trittst du als Professor Schmocker auf, wo ich mich gefragt habe, ist da der Vater noch quasi hinten dran? Oder wäre das sogar auch etwas gewesen, was du überlegt hast, einen akademischen Weg? Oder ist das einfach das Spiel mit der Rolle, wo dir ja sagen, das sicher mir beides. Also es ist das Spiel mit der Rolle und ich finde, ich habe diesen Konflikt für mich so gelöst, dass ich sage, das, was beruflich hilft, dort mache ich es. Und das ist auch mit allen Auftritten. Also, es klingt jetzt mega blöd, aber wir werden dann eigentlich jetzt noch erstaunlicherweise viel gefragt für so Podcasts, für Interviews, für Referate etc. Ich versuche dort immer zu überlegen, die Frage für mich, hilft es uns beruflich, hilft es unserer Firma? Dann mache ich es mega gerne. Geht es so in Narzissmus rein, dass wieder dein Gesicht irgendwo gezeigt wird oder so, dann mache ich es nicht mehr. Früher bin Leute, die das würden sagen, wenn du es selber nicht merken. Es ist lustig, mir hat mal jemand von unserer Firma, gute Freunde von mir, gesagt, du musst eigentlich immer ein Marken-T-Shirt posten auf Instagram. Kannst du mal einen Post machen, der nicht ein Marken... Weil ich denke so, hey, du hast komplett recht. Also ich war so der. Aber so ein fiktives Beispiel von dort habe ich mich komplett nicht mehr... Also nicht mehr ist jetzt so übertrieben. Ich finde, es haben andere extremer gemacht. Aber dort musste ich mich sehr finden. So. Du musst nicht allen immer sagen, wo ihr überall seid und was alles läuft. Und vor allem in den sozialen Medien. Ich finde, privat bin ich jetzt nicht unbedingt so dermassen leistungsbezogen. Und das hat mir sehr geholfen. Dass ich finde, Unternehmer ist, ja. Ich finde, dort
darf man sagen, was man will. Und das ist eine deutsche Art, die wir Schweizer häufig im Verkauf nicht so anwenden. Privat finde ich, geht es um viel wichtige Sachen noch. Ich habe gehört, wir bleiben hier in der Diskussion. Wenn ihr also noch Fragen habt oder auch Widersprüche, Reaktionen darauf, die könnt ihr weiterhin im Chat reinschreiben, an wen sie sich richtet, was ihr noch wissen wollt von den Leuten, die hier sind. Wir bauen diesen Teil ausbauen zulasten der Breakout-Session vom virtuellen Apero. Eine Frage, die mir reingekommen ist, ist, was ist der erste Schritt, den man macht, wenn ihm der Beruf nicht mehr gefällt? Nach meiner Erfahrung ist es extrem wichtig, das mal auszusprechen und das einfach so feststellen, weil ich habe wahnsinnig viel schon Strategien gehört, sich etwas Schönes zu reden, was ich schon lange nicht mehr stimmt. Da schlucken Leute Medikamente, starke Psychopharmaka, damit sie noch funktionieren in einem Setting, das ihnen nicht gut tut. Und ich glaube, sich einzugestehen, dass man in einem Ort unterwegs ist, der einem Energie raubt, was einem nicht gefällt, wo man nichts einbringen kann, ist schon mal nicht ganz einfach. Weil man vielleicht auch sagt, oh, jetzt bin ich zehn Jahre in eine Richtung gegangen, wo wir nicht entsprochen haben. Aber es ist extrem wichtig. Und der zweite Schritt ist dann nicht zu erwarten, dass man schon die fixfertige Alternative oder Lösung hat. Dass man schon weiss, viele Leute die sagen im Coaching, ja, wenn ich wüsste, was ich dann mache, dann würde ich hier schon loslassen. Sondern wie perspektivisch einfach mal aufzutun und zu schauen, was gibt es noch, was berührt mich, was inspiriert mich. Es muss jetzt nicht jeder, der Manager ist, ein Tantra-Masseur werden und Sterbebegleiter. Aber bei Markus Müller war es wirklich so, dass er gemerkt hat, er hat einen Bericht über Sterbebegleitung gelesen und ihm sind einfach Tränen gekommen. Und er hat gemerkt, wow, offenbar ist das Thema. Also ich glaube, es geht fest darum zu merken, was ist emotional bei ihm herum, wo gibt es eine Resonanz, was sind Themen, die ich vielleicht nicht als Konzept im Kopf habe, dass das ein Beruf mal wird. Aber wo ich merke, da bin ich berührt, da bin ich lebendig. Und dann, logisch, geht es in einem nächsten Schritt auch darum zu schauen, ja, was sie realistische Szenarien, wie viel Geld muss ich verdienen, aber man tut gut daran, das Empfinden zuerst mal einfach wertfrei in den Raum zu stellen und zu schauen, was meldet sich da an Stimmen und nicht gerade immer schon zu schauen, zahlt das die nächsten 10 Jahre mein Lohn. Und die nächste Frage an dich, Kasper, passt vielleicht zu dem, viele haben ja Angst vor dem Unbekannten, nicht alle lieben es und stürzen sich in die Unsicherheit. Die Frage, wie kann man die Angst in etwas Positives umwandeln? Da bin ich jetzt zu jung und unerfahren, für diese Frage zu beantworten. Wahrscheinlich. Aber ja, du hast gesagt, du bist ein ängstlicher Mensch und du hast offensichtlich einiges Positives. Mhm. Mir hilft Aufschreiben und Akzeptieren sehr. Also ja, im Unihockey, lustigerweise, habe ich 10 Jahre lang auch jedes Buch, das ansatzweise mit Nervosität zu tun hat, gelesen und gehört. Ja. Und nach 10 Jahren habe ich gemerkt, die ist ja positiv, die Nervosität. Die hilft mir ja. Was überlegt, ich habe noch nie schlecht gespielt, als ich richtig nervös war. Also, ich schiebe die Ängste auf und versuche, als eher Herztyp rational mir anzuschauen. Es hat ja immer funktioniert. Mhm. Also ich schaue dann zurück an meine Erfolge. Ich durfte so eine Schulung geben, vor etwa 50 CEOs im Verkauf. Und wirklich so von Word, von SBB und so. Ich bin dort so gestanden und dachte, die haben mich einfach eingeladen, für Altersdurchschnitt ein bisschen zu senken. Also ich weiß nicht, was ich hier soll. Und dann habe ich dort mich auch so beruhigt und so ein bisschen zurückgeschaut und dachte, so, immer wenn du dich eher klein gefühlt hast, wenn du eher unsicher warst, hast du unglaublich gut performt. Mm. Und ich habe so ein wie den Mechanismus gecheckt bei mir. Dass man das nicht bewertet, oder? Ja, das ist wirklich einfach annehmen und aufschreiben und sagen, ich bin so nervös wie noch nie. Wir haben ein Unihockey-Spiel mit der Nazi vor Heim-WM. Und ich denke so, du hast jetzt seine vierte WM. Du bist stärkt. Und dann sehe ich es so an und dann denke ich, ja, gut. Und nehme es an. Also, ich bin nicht religiös, aber wenn, wäre ich wahrscheinlich eher Buddhist. Dann würde ich sagen, Annahme. Also, liebe das, was ist. Und ich schreibe es auf und das hilft mir sehr. Wir erinnern jetzt an einen Satz, den mir Sophie Hunger gesagt hat, Sängerin, dass es kein Konzert gibt, wo sie nicht irgendwann so einen Moment hat, wo sie denkt, es ist unmöglich, jetzt hier rauszugehen. Mm. Und das ist wahrscheinlich genau die Qualität, die sie dann auch überbringt. Oder? Das nicht souverän sein und es eben nicht im Griff haben. Ah, das definitiv. Ich weiß nicht, wie du das sagst. Mhm. Nein, ich finde es sehr schön beschrieben. Ja. Und irgendwie so, also nicht probieren zu bekämpfen, ich glaube, das ist wirklich das ist so der Schlüssel. Mhm. Also, wenn wir alles, was wir probieren zu bekämpfen, Emotionen, das kommt vierfach zurück. Oder? Mhm. Aber dann mit den Augen zu schauen und zu schauen, okay, jetzt macht es mir Angst. Okay, ja, ist irgendwie verständlich. Also bei diesem Beispiel, völlig verständlich, dass die Angst da ist. Und nachher akzeptieren, ein Ja dazu und dann in die Angst rein, reingehen, oder? Und dann mit Mut weitergehen. Also wie nicht probieren, die irgendwie zu bekämpfen und zu verdrängen. Und ich glaube, so ist es mit allen Emotionen. Also die haben Platz. Oder? Das heisst, sie sagen uns immer etwas. Und wenn wir auf das hören und auch mit dem leben, dann glaube ich, das ist etwas sehr Wertvolles. Die Hirnhygiene beschäftigt die Leute noch. Und zwar ist die Frage nach zwei, drei
praktischen Tipps oder den besten Tipps für Hirnhygiene, was man Hirnhygiene, ja. nicht machen oder unbedingt machen sollte? Ich schaue es nicht gerade an von 20 Tipps, nein, 3 Tipps. 2 bis 3. Genau. Ja, das Wichtigste, glaube ich, einfach Zeiten definieren. Also es gibt Zeiten, wo wir an dem arbeiten, wo wir einfach wollen, wo wir uns nicht ablenken lassen. Das heisst, in dieser Zeit tut man einfach mediale Ablenkung abschalten. Also wir haben ja oft nicht genug Selbstregulationsressourcen, um immer Nein zu sagen. Also helfen wir unserem Hirn, helfen wir dem Hirn, wenn wir es abschalten. Es gibt so viele App-Blocker, Internet-Blocker, die du kannst haben. Natel, einfach abschalten. Ich weiss, Verfügung ist ein ungutes Gefühl, aber es tut unserer Psyche und unseren mentalen Fähigkeiten der Leistung extrem gut. Also abschalten, das wäre das eine. Und nachher aber auch Zeiten definieren, die du dann darfst. Also, oder Medien sind ja nicht per se schlecht. Oder es ist nicht immer Ablenkung. Aber ich kann nachher Zeiten definieren, da lohne ich mich jetzt ablenken. Aber ich kontrolliere es. Also ich glaube, das Gefühl von ich kontrolliere, wie viel kommt rein, wie viel mache ich. Und vielleicht noch die zweite, das war zuerst eine, einfach A und B. Nein, das andere einfach, ich glaube, genug Zeit lassen, wo man keine Informationen aufnimmt. Also wir haben es vorher davon gehabt, Kreativität kommt, wenn ich eine Auszeit habe. Aber eine Auszeit, wo ich Fernsehen schaue, ist natürlich nie das Gleiche. Eine Auszeit, wo ich noch YouTube-Video reinziehe, ist nicht das Gleiche. Oder? Wir strömen immer externe Informationen rein. Das Hirn ist damit beschäftigt, zu verarbeiten, zu verstehen, was sehe ich, was höre ich, was mache ich mit dem, was tut es mit mir. Und Auszeiten heisst, ich nehme keine externen Informationen auf, ich gebe mir Zeit, um einfach ein bisschen Tagträumen, ein bisschen Löcher in die Luft starren, raus in die Natur gehen, wir sind viel zu wenig draußen. Ist einfach ein bisschen bewegen, rennen, ohne noch Musik zu hören, zum Beispiel. So viele haben immer die Stöpsel drin. Das ist immer Stimulierung. Also ich glaube, stimulierungsfreie Zeiten im Hirn schenken und dort kann Kreativität entstehen, dort können wir auch mit uns connecten. Die Frage vorher, wie spüre ich, was ich will, die ist mehrfach mit dem verbunden. Ja. Genau. Es ist ja viel so, dass Leute sagen, ich habe geleistet, die Anforderungen erfüllt, aber ich spüre nicht, was ich will. Ja. Leute, die 15 Jahre Medizin studiert haben, Chefarzt sind, sie spüren nicht, was ihnen wirklich wichtig ist. Das Stichwort Musik kommt hier auch noch vor, nämlich konkret die Frage, was bewirkt Musik bei dir? Ja, Musik ist etwas vom Besten. Also ehrlich so, bei Bewegung und nicht bei Musik. Nicht als Stöpsel im Ohr, aber... Ja, nein, also schon auch, Musik hören schon auch. Allgemein, aber natürlich mache ich noch cooler. Aber es ist spannend, dass eigentlich Bewegung und Musik die zwei Sachen, die zwei Aktivitäten sind, wo unser Hirn eigentlich mit allen verschiedenen Arealen involviert ist. Und ich glaube, das ist der schöne Effekt. Oder? Sind, bei Musik hat speziell auch noch die Emotionen auch angesprochen. Und ist einfach, es tut dem so ganzheitlich gut. Musik ist extrem heilsam. Also ich glaube, Musik ist eine Ressource, die wir haben. Und es ist schade, wenn wir die nicht nutzen. Nicht für alle gleich vielleicht, aber es ist definitiv eine Ressource. Also, wenn man kein Instrument singt. Ich spiele Geige, ich singe gerne, Klavier, ich spiele verschiedene Instrumente. Und ich mache es aber nicht. Es muss, also klar muss es auch schön tönen, aber ich mache es vor allem, weil ich merke, es tut mir so gut. Ich mache es mit den Kindern, weil ich merke, es tut ihnen so gut. Es ist wirklich eine Ressource. Und wenn man kein Instrument spielt, dann ist es zum Beispiel auch die eigene Stimme. Also einfach können, summen zu schieben. Schon das kann so viel freisetzen. Einfach mal ein bisschen frei. Summe und dann nicht immer, es muss auch nicht immer ein Lied sein. Es darf einfach eine eigene Melodie sein. Also da soll ich so ein bisschen das zulassen. Oder natürlich einfach auch Musik hören. Und aber auch hier wieder nicht Musik hören, einfach immer so nebenbei, sondern auch mal achtsam Musik hören und mit diesen Rhythmen mitgehen. Rhythmus ist ja etwas, was der Psyche so gut tut. Unsere Hirnwellen sind auch rhythmisch. Und Biorhythmus auch. Und das hat die Musik eben auch fest. Aber das heisst immer wieder bewusst wählen, dass jetzt das im Vordergrund steht. Ja. Grundsätzlich verschiedene Sachen kombinieren, aber im Einzelnen Fokus auf das. Ja, genau, nicht multitasken. Eine Frage, die noch reingekommen ist, wie findet man sich wieder oder den eigenen Weg, wenn das Spüren eigentlich schon in der Kindheit verboten worden ist oder nicht gesehen worden ist? Ja. Und wenn dann noch das Geld fehlt, für den eigenen Traum zu verwirklichen. Aber das mit dem Geld ist noch vielleicht ein Thema für sich. Da finde ich es immer spannend herzuschauen, geht es wirklich ums Geld oder das, was wir aufs Geld projizieren, nämlich Sicherheit, Freiheit und so weiter. Aber das vom Gespüren, ja, wenn man merkt, so Emotionen sind eigentlich hinderlich. Man ist zum Beispiel nicht beliebt in der eigenen Familie, wenn man laut geworden ist, wenn man schwierig war. Ich glaube, das ist das Problem, das viele haben, wo sie dann einfach merken, eben, Erwartungen erfüllen, ich passe mich an. Und dann, wenn ich mit 40, 50 es hat in eine Sackgasse gebracht. Wie findet man dort wieder Zugang? Wäre zum Beispiel in der Natur sein, in der Stille sein, wäre ein Weg, wo dort sich der Kanal wieder meldet? Ja. Oder? Sich die Zeiten so geben. Und ich glaube, man darf sich ein bisschen als Training anschauen. Also ich glaube, sich selber spüren muss wieder sich trainieren. Auch, ja. Und der Ansatz, den du hast mit dem Aufschreiben, finde ich auch super. Also probieren, Emotionen zu benennen, das ist etwas extrem wertvolles. Und dann nicht nur Angst und Freude und Frustration, sondern probieren differenziert.
was genau spüre ich. Ich glaube, da einfach dann wieder mehr auf die Spur kommen, ist so ein Prozess, ein Training. Aber da bin ich schon bin ich überzeugt, dass man da so wieder mehr erlangen kann, wenn man es eher abtrainiert bekommen hat. Mhm. Ich finde es schwierig. Also, ich habe es bei mir schwierig gefunden. Ich habe mir so zwei Grundsätze genommen als sehr junger Mensch in diesem Unternehmertum. Das eine ist, ich finde, man kann jedes Bedürfnis wahrnehmen und man möchte schon eher ermutigen. Also, wir leben schon in einer westlichen Industriegeschichte, in der jede Idee wird extrem kritisch mal begutachtet. Und das habe ich so persönlich, wie auch mit unserer Firma erlebt in der Schweiz, man ist schon super kritisch. Mhm. Also immer noch. Also, das heisst, man wird nicht gefeiert für den Mut, etwas zu probieren. Nein, also, es ist auch bei ganz banalen Sachen. Wir sind sehr extern orientiert. Also, wenn wir in Deutschland oder in Schweden agieren, dann ja, komm mal vorbei, wir schauen es mal an, wir sind offen, wir nehmen uns mal die Zeit. Und in der Schweiz so, ja, wie viele Geräte hat er verkauft? Das hat er für Referenzen. Verkauft haben wir null. Referenzen haben wir keine. Geld haben wir auch nicht. Vielleicht sind wir ein bisschen lustig, vielleicht auch nicht. Also sprich, es ist schon sehr referenzorientiert. Das hat mich auch ein bisschen traurig gemacht. Und das möchte ich so ein bisschen mit Beispiel vorangehen und vor allem die Leute, die mir aufsuchen, die dort eher Mut machen und das anders sein, nicht zelebrieren. Das klingt ein bisschen komisch. Aber ich finde, das war schwierig, auch für uns. Dass ich gemerkt habe, eben, du darfst deine Träume, wenn du jetzt laut sagst, dann wird es relativ schwierig. Also jetzt sagst du, du hast ein Fitnessgerät entwickeln, wo jedem Fitness steht und den Stepper setzt. Also bist du ja geisteskrank. Also, das kannst du ja nicht so sagen. Und bei dir ist es sicher ähnlich gekommen. Jetzt kommt wieder eine mit Hirntraining, jetzt kommt wieder eine Plattform. Und jetzt kommt, warum soll jetzt die mir erklären, wie die Zähne funktioniert? Wir Coaches gibt es sowieso. Jahr, mehr, und dann steht noch Coach drin und so. Und das spürst du halt täglich. Ich will nicht die Schweiz abprangern für das, sondern ich möchte sagen, ich möchte gerne ein anderes Beispiel sein. Ich möchte sagen, spannend. Wie? Warum? Wo ist deine Nische? Was machst du anders als andere? Und das ist übrigens ein spannender Punkt. Da ist schon eine Frage reingekommen, eure Partner, Partnerinnen, wie die euch unterstützt haben, allenfalls Erfindung von der Berufung. Ich mache im Coaching immer die Erfahrung, manchmal sind Partner auch die eher bremsen, weil sie auch nicht unbedingt wollen, dass sich die Person, die man kennt und liebt, so wie sie ist, anfängt verändern. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, absolut. Also ich glaube, ohne die Unterstützung von einem Partner oder von einer Partnerin ist es schwierig. Mhm. Also für die Beziehung dann auch einfach. Oder? Machst du vielleicht auf Kosten der Beziehung, das ist auch eine Möglichkeit. Aber wenn du eine gesunde Beziehung behalten willst, denke ich, muss der Partner oder die Partnerin schon auch ein Ja haben dafür. Und das ist ja auch eine Entwicklung. Mhm. Also ich bin mit meinem Mann sehr früh zusammengekommen, 17, 19, und wir haben uns extrem entwickelt seitdem. Also ich war dann so ein Bäberli, oder? Und dann hat mein Mann schon immer wieder müssen. Ja, genau, Bäberli, oder? Und so immer wieder ein Ja finden zueinander. Das ist so. Und ich glaube auch da, es kann ja auch Ängste beim Partner triggern. Und dann die Ängste auch ansprechen und sagen, hey, vor was hast du Angst? Hey, komm, schau es mal an, komm, schreib es mal auf. Vielleicht sogar auch mal ein Coaching in Anspruch nehmen oder eine Therapie, wo man einfach über das redet und sich dann auch wieder finden. Also es darf auch wieder ein Prozess sein. Ich habe das Gefühl, wir haben manchmal das Gefühl, es muss immer gerade ein Ja und gerade keine Angst mehr. Es darf ein Prozess sein, wo man darf dann mal Zeit geben. Mhm. Und das Stichwort ist, glaube ich, wichtig, sich mit anderen darüber austauschen. Oder? Also, wir sind so auch gewöhnt, das ist, glaube ich, etwas Schweizer, wir müssen es für uns ausmachen. Und wir müssen analytisch eine richtige Lösung finden für ein Problem. Und meine Erfahrung ist einfach, wir haben alle blinde Flecken in eigener Sache, wo wir nicht checken, welches Programm jetzt bei uns läuft, was für Bedenken da sind. Und bei ganz vielen Veränderungsprozessen, 80% der Widerstände sind eigentlich in unseren Köpfen. Von dem her, was wir mitbekommen haben, von Schmerzpunkten. Und dort das mit jemandem anzuschauen und mit einer anderen Perspektive darauf schauen, das kann ein Partner sein, das kann professionelle Unterstützung sein, das hilft und bringt dann wieder auf einen nächsten Schritt, wo man gar nicht unbedingt selber muss finden, oder? Und wo man vielleicht auch nicht würde finden. Das ist auch noch eine Frage, ja, was ist, wenn ich noch gar nicht weiss, wo die Reise hergeht. Das ist indirekt auch die Frage, was ist, wenn ich keinen Businessplan habe für mein Leben, also wenn ich nicht weiss, was am Schluss soll rauskommen. Ja, sag dir nochmal. Ich glaube, es geht auch viel darum, nicht den Anspruch zu haben, schon müssen zu wissen und schon müssen das Konzept haben und quasi das Ziel vor sich zu haben, sondern einfach sich vielleicht mal mit Menschen auszutauschen und zu schauen, was für Stimmen gibt es da. Wenn ich sage, ich habe gerne Bewegung, ich bin gerne Natur, ich will mehr von dem in meinen Alltag bringen, dann kann ich auch mal mit einem Bergführer und mit einer Yogalehrerin reden und schauen und nicht einfach nur im Kopf denken, ja, das wäre schön, aber das geht nicht, weil da verhungert man. Also ich glaube wirklich immer wieder, eine Erfahrung machen, statt sich einfach die gleichen Gedanken zu wälzen, das hilft extrem. Weil man erfährt etwas über sich, man erfährt etwas über die Tätigkeit, über das Milieu und es macht etwas mit dem. Ja. Das ist genau so. Ja, ich also, genau unterschreiben. Finde ich mega gut und würde ich auch so unterschreiben. Und ich soll noch sagen, es gibt so das Johari Window. Und das machen wir und das haben wir durch den Sport gelernt. Das machen wir bei unserer Firma, in der Geschäftsleitung viel. Es sind so vier Felder. Wie nehme ich mehr wahr? Wo habe ich das Gefühl, bin ich gut oder bin ich schlecht?
Wie nimmt mich die Öffentlichkeit wahr? Klammer auf, eher die engeren Freundinnen und Freunde, Klammer zu. Und das hat mir schon noch geholfen. Also ich finde, manchmal lohnt sich noch, wir haben eine sehr kritische Feedback-Kultur. Auch bei uns. Und da bin ich mega dankbar, dass meine Freunde, eben, sei es jetzt über Instagram oder über Bemerkungen, da bin ich sehr glücklich, dass inklusive meiner Partnerin, da kommt sehr schnell ein sehr ehrliches und rohes Feedback. Und das schätze, und das ist auch nicht etwas typisch Schweizerisches, also ich will ja nicht politisieren, aber das durfte ich auch dürfen lernen, dass man dort, das sind meine besten Freunde, manchmal schon muss sagen, so, da bist du einfach nicht kompetent. Ja. Das gibst du einfach ab, du kannst das nicht gut, das musst du auch nicht können. Also das ist völlig in Ordnung, wir sind so dort gut aufgestellt und gleichzeitig sagen mir auch Leute so, das ist einfach nicht, das kannst du einfach nicht. Und das finde ich noch wichtig, also ich habe gelernt zu fragen. Mein Umfeld, hast du das Gefühl, ich passe dort her? Egal wo, hast du das Gefühl, ich sollte jetzt Fernsehmoderator sein und Experte? Und dann bekommst du von guten Freunden und Familie bekommst du aber schon noch ein gutes Feedback, finde ich. Cool. Ja, sehr gut. Der Moment ist gekommen, für euch zu bedanken. Es tut mir leid, dass wir nicht ganz alle Fragen und Anregungen hier aufnehmen konnten. Ihr findet unsere Koordinaten sicher auf der Uni-Seite. Die Gespräche können in einem anderen Format gerne weitergehen. Im Moment möchte ich euch beiden herzlich danken. Jetzt muss ich hier schnell einen Schritt durch das Bild durchmachen. Für eure ehrliche, persönliche Art, über solche Themen zu reden, wo man nicht nur sagt, was man alles gut kann, sondern auch, was man für Ängste hat und was man alles nicht weiss. Ich möchte es mit Schocki verdanken von Choba Choba. Das ist auch eine Geschichte von Berufung, eine kleine Firma, die vielleicht die beste Schocki macht in der Schweiz. Vielmals. Für dich, Barbara, merci vielmals. Und eine wunderbare Sickflasche von der Uni Bern aus dem Webshop. Das hört ja nicht auf. Merci vielmals. Sehr cool. Herzlichen Dank. Danke vielmals. Sehr cool. Besten Dank. Gut, jetzt kommen wir noch zu einer Pendenz. Und zwar haben wir euch gefragt, was eure Traumberufe sind. Und haben Antworten gesammelt, ohne die abzubilden. Und jetzt bin ich extrem gespannt darauf, was das für ein Bild ergeben hat, eine sogenannte Word Cloud, wo ich im Zentrum Schriftstellerin, Schauspielerin und Ärztin sehe. Ich kann vielleicht noch kurz sagen, Xing hat letztens auch so eine Umfrage gestartet. Das ist ein New Work inzwischen, was darum gegangen ist, was sind die Traumberufe der Leute in der Schweiz. Dort spielt auch die Schriftstellerin. Nein, die kommt nicht vor, aber Ärztin, Tierärztin ist es bei den Frauen und die Reiseführerin. Und bei den Männern ist es auch der Reiseführer, der Anwalt und der Fotograf. Hier haben wir Lehrerin, Ärztin, Schriftstellerin und Schauspielerin, die ganz gross vorkommen. Ich gehe noch ein bisschen näher her, um am Rand noch zu schauen. Kapitän, Schreiner, Medium, ein Ladenführer. Reiseleiterin, auch Regisseurin. Ja, ihr könnt euch selber noch ein bisschen darin vertiefen. Man sieht hier die unglaublich grosse Vielfalt von Berufen, die ihr offenbar davon träumt. Ich glaube, es ist wichtig, dass ihr wieder das Bild euch selber auch noch mal vor Augen führt. Weil manchmal, wie ich gesagt habe, gerät das ein bisschen aus dem Fokus. Weil das ist etwas, was ihr emotional unmittelbar damit verbunden sind. Und manchmal lohnt es sich so, das erste Bild vielleicht mal zu nehmen, wenn jetzt da eine Ärztin steht, und sich dann zu überlegen, wenn ich jetzt nicht mehr 10, 15 Jahre Medizin studieren kann, was ist vielleicht eine andere Form, wo ich gefühlt wie als Ärztin tätig bin, indem ich zum Beispiel im Gesundheitsbereich eine wichtige Rolle spiele. Oder Lehrer sein kann man in unglaublich unterschiedlichen Kontexten und nicht nur an einer Privat- oder an einer Mittelschule. Ich möchte euch herzlich danken für die angeregte Teilnahme, sowohl bei den Fragen wie jetzt bei dieser Traumberufgeschichte. Und würde euch gerne so zum Schluss des Abends auffordern, nehmt die Träume, die wir jetzt hier abbilden gesehen haben, nehmt die Veränderungswünsche mit in die nächsten Tage und Wochen. Gebt ihnen selber Kredit, weil wenn ihr sie selber schon abschiessen, dann wird wahrscheinlich auch niemand anders daran glauben. Wir haben gehört oder rausgespürt, es ist nicht unbedingt eine Frage vom Jahrgang oder vom Geld, ob man noch mal jung ist und noch mal etwas Neues in Angriff nehmen kann, sondern es hat sehr viel zu tun mit der eigenen Einstellung. Ob man primär die Ausreden sieht, warum man etwas nicht machen kann oder primär Wege sucht, wie es gehen könnte, wie man einen Teil von dem in sein Leben bringen könnte. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass man an seine
Ideen, an seine Träume glaubt und nicht in erster Linie an die Ausreden. Weil das haben wir auch gehört, in der Schweiz gibt es viele, die vor allem wissen, was alles nicht geht und was alles noch nicht gut ist. Und das ist ein kleiner bewusster Entscheid. Mir hat mal eine Interviewpartnerin gesagt, irgendwann in ihrem Leben hat sie sich entschieden, eine Mutmacherin zu sein, was sie eine schöne Haltung finden. Ich habe gesagt, 80% der Widerstände sind nicht da aussen oder auf dem Bankkonto, sondern im eigenen Kopf. Also begegnet dem Thema mit einer gewissen Neugier, was da noch möglich ist, wo es überall Wege gibt, die ihr vielleicht noch nicht seht. Umalt euch die Tätigkeiten, die verschiedenen Wege, wirklich möglichst konkret aus. Schafft euch vielleicht ein Buch an, mit dem Kasper Schmocker eins hat, wo ihr so Sachen weiterentwickelt. Weil erst, wenn ihr die Vielfalt, den Stoff seht oder eure eigene Sache gesammelt habt, dann seht ihr plötzlich auch ganz viele Möglichkeiten und andere Menschen, die etwas von dem vielleicht schon machen. Und was auch wichtig ist, der Kasper hat mir im Vorgespräch gesagt, man muss seine Träume auch ein bisschen schützen. Es ist auch wichtig, mit wem man in welchem Stadium über so Berufswünsche und Träume redet. Ob das Leute sind, die Verständnis dafür haben, dass man nochmal etwas riskiert, etwas Neues anfängt. Oder ob es Leute sind, die aus lauter Frust, dass sie sich selber nicht bewegt haben, allen anderen noch kritische Fragen stellen und ihnen abraten. Kritisches Sparring braucht es, aber die überall auf Probleme hinweisen, sind nicht unbedingt hilfreich in dieser Phase. Und ich glaube, wir haben auch gemerkt, es ist fast nichts so wertvoll, wie wenn man in seinem Beruf wachsen kann, wenn der eigene Beruf für einen berührend ist und eine Bedeutung hat. Und das hat auch sehr ansteckende Resonanz. Also selbst wenn ihr findet, finanziell ist das bisherige viel sicherer, wenn ihr in dem nicht lebendig seid, dann zahlt ihr einen relativ hohen Preis, weil einfach das Energieniveau absinkt. Und wenn ihr dann ausbrennt seid mit 40, 50, keine Freude, keine Neugier mehr habt, dann nützt der schönste Kontostand nicht viel. Auf der anderen Seite begegnen manchmal 70, 80-jährige Leute, die sagen, sie erleben jetzt gerade die beste Zeit von ihrem Leben. Sie haben noch nie so viel Erfahrung gehabt und haben noch nie so Freude, wenn sie etwas machen. Zum Beispiel Jacqueline Urbach hat mit 82 so noch einen Webshop lanciert in ihrem Geschäft und hat gesagt, es ist fantastisch mit 82. Also man kann auch sehr neugierig durchs Leben gehen, das behaltet einem extrem jung. Und eine Portion von dem, von dieser Neugier auf eure nächsten Schritte und auf das, was noch alles möglich ist, wünsche ich euch allen zum Abschluss vom heutigen Tag von meiner Seite und gebe gerne wieder dem Raoul Wanger das Wort, um den Bogen noch schliessen. Danke vielmals, Matthias. Ja, meine Damen und Herren, Matthias, vielen Dank für den tollen Austausch heute Abend. Das Stichwort hast du vorhin gegeben. Eines der wesentlichen Erfolgsfaktoren ist tatsächlich der Austausch. Sich austauschen. Das ist das, was wir natürlich eines der obersten Ziele haben im Alumni-Wesen, sich austauschen, sich vernetzen, mit Menschen zusammenkommen, die man vielleicht sonst im Leben nicht zusammenkommt mit ihnen. Und das ist genau das, was das Alumni-Netzwerk so wertvoll macht. Ich hoffe, dass ihr daheim euch in dieser digitalen Form leider, wir haben gesehen, keine Eingangs, wir wollen das Ganze flexibel handhaben. Haben wir jetzt die Austauschform von diesen Breakout-Sessions nicht gemacht, aber es sind so viele spannende Fragen reingekommen, dass wir beschlossen haben, dass wir es einfach weiterlaufen lassen. Aber genau das Herz des Austauschs ist das, was einem auch weiterbringt. Der Matthias Morgenthaler und Barbara Studer und der Kaspar Stocker haben es vorhin gesehen. Es ist nicht nur das, was man lehrt oder das, was man studiert und das, was man im Job macht, sondern es ist das, was man von anderen Menschen lernen kann. Und das, was man nachher von diesen Gesprächen für sich wieder abbrechen kann, um sich zu überlegen, wie es im eigenen Leben, im Beruf weitergehen kann. Ich hoffe, dass ihr heute Abend etwas mitnehmen könnt, aus dieser leider Gottes immer noch digitalen Form. Mir hat es wahnsinnig gut gefallen. Ich hoffe, dass ihr ebenfalls einige Sachen mitnehmen könnt, die euch weiterbringen, die euch vielleicht eurem Traum, eurer Berufung näher bringen. Und ich möchte vor allem den jungen Gästen, wir haben heute mal ein paar Studierende, die hier sich eingeschaltet haben, möchte ich ans Herz legen. Studieren ist etwas Wertvolles, ist ein grosses Privileg, aber schauen, dass ihr genau das macht, dass ihr das Herz am richtigen Ort habt, dass ihr euch dort austauschen mit anderen Personen. Die Grundlagen von der Universität Bern die legen wir mit 40, ich habe es eingangs gesehen, mit 40 und 80 Studiengängen ist eine riesige Fülle an ausgezeichneten Sprungbrettern sind gegeben. Was die daraus machen, ist schlussendlich euer eigenes. Wir haben es heute auch gehört in den Interviews. Die einen die gehen ihren Weg, genauso wie sie es immer gehört haben. Das ist für die sicher richtig. Die glauben an das, das ist überhaupt nicht wertend. Und die anderen werden vielleicht so wie der Kaspar oder Barbara auf dem Weg merken, dass sie vielleicht einfach Anpassungen machen wollen. Es ist nie zu spät, hat uns Matthias erzählt. In diesen zahlreichen Interviews, die er geführt hat, haben wir verrückte Sachen gehört.
Wer sich weiter für das Thema interessiert, das Matthias erzählt hat, ich muss schnell spicken. Er hat eine URL, wo man schauen kann. www.beruf-berufung.ch. Die Uni Bern, und da möchte ich allen jungen Studierenden, die bei uns immatrikuliert sind, möchte ich noch etwas mit auf den Weg geben. Da wir euch neben dem Studium so gut wie es geht unterstützen. Das Alumni-Netzwerk ist eine von den Unterstützungen. Das, was ihr hier erlebt habt, das tun wir normalerweise im analogen, also im richtigen Leben machen. Es wäre jetzt eigentlich der Moment, wo wir ins Apero gehen würden. Und genau das, der Austausch, könnten miteinander pflegen. Leider geht es noch nicht. Wir hoffen alle, ich weiß nicht, wie es euch geht, wir hoffen alle, dass wir endlich wieder in eine gewisse Normalität zurückgehen können. Nicht nur das bietet die Universität Bern, wir bieten euch auch andere Dienstleistungen rund um Fragen zum Beruf und zur Berufung. Fragen, wie macht man den Einstieg oder den Übertritt vom Studium nachher ins Berufsleben. Da haben wir ganz tolle Dienstleistungen, der Career Service zum Beispiel bietet verschiedenste Dienstleistungen rund um die Thematik. Ich möchte alle ermuntern, die nicht im Mitglied sind bei der Alumni Uni Bern, nutzen die Chance, werden Mitglied bei uns, erleben solche Momente, wie wir sie hier erlebt haben. Wenn es dann wieder normal ist, erleben sie noch viel emotioneller. Wir haben es heute gehört, Emotionalität ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Nicht nur der Verstand, sondern die Emotion bringt einem im Leben plötzlich in eine Richtung, wo man gar nie hätte gedacht. Und last but not least möchte ich natürlich allen gestandenen Mitgliedern danken, dass ihr uns Treue gehalten habt. Das Jahr war ein schwieriges Jahr, beziehungsweise schon das letzte Jahr. Das Netzwerk der Alumni Uni Bern hat gezeigt, wie stark das ist. Wir haben zum Glück fast keine Austritte gehabt, ganz im Gegenteil. In dieser schwierigen Zeit hat sich das Netzwerk der Alumni Uni Bern extrem bewährt. Ich möchte euch wirklich für eure Treue danken. Ich möchte euch merci sagen, dass ihr immer noch dabei seid und freue mich, dass wir uns hoffentlich demnächst wieder sehen. Mir hat es gefallen, ich hoffe euch auch. Ich würde mich freuen, euch wieder in einem weiteren Anlass zu sehen von der Alumni Uni Bern. Wir sind hier am Ende. Ich bedanke mich bei allen Gästen. Ich bedanke mich vor allem bei euch daheim. Toll, seid ihr dabei gewesen. Schönen Abend, macht es gut und vor allem bleibt gesund und im Herzen immer fröhlich. Auf Wiedersehen miteinander. Dankeschön.